Zack. Ah, scheiße. Jetzt hat es uns erwischt. Hallo und herzlich willkommen. Heute eine neue Folge Black Mirror. Heute Kapitel 2. Lange Rede, kurzes Spiel. Ich werde von den Black Mirror Teilen 1 und 2 die Links hier irgendwo in der Videobeschreibung machen. Oder hier oben in der Infobox machen. Und ja, gehen wir gleich mal rein, du. Da fällt sie runter, die Alte. Runter ins Loch? Beschreiben Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe mich gesehen. Als Kind. Ich spielte mit meiner Schwester im Wald. Es ist nicht weit vom Schloss entfernt. Ich konnte es sehen, hinter den Bäumen. Ein Mann war noch dabei. Konnten Sie erkennen, wer er war? Nein, er hat mir den Rücken zugewandt. Aber etwas sehr Schlimmes ist passiert. Was ist passiert? Meine Schwester, sie ist gestürzt. In ein Loch. Sie schreit. Was soll ich tun? Adrian, Sie sind nicht mehr dort. Erinnern Sie sich, was Sie damals getan haben? Ich bin zu dem Loch gerannt. Und ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben mich geweckt, bevor ich ihr helfen konnte. Ich habe Sie nicht geweckt, Adrian. Sie sind von selbst aufgewacht. Anscheinend wehrt sich alles in Ihnen gegen diese Erinnerung. Sie scheinen sie wirklich stark verdrängen zu wollen. Oder ich erinnere mich ganz einfach nicht mehr daran. Die Erinnerung ist noch da. Sie müssen sich nur auf sie einlassen. Das sagen Sie so einfach. Vielleicht sollten Sie sich im wachen Zustand mit dieser Erinnerung auseinandersetzen. Diese Stelle im Wald, die Sie gesehen haben, versuchen Sie, sie zu finden. Sie brauchen einen Anker in der Gegenwart. Tja, wenn Sie meinen. Und was die Halluzinationen angeht, ich habe ein Medikament bestellt. Das sollte helfen, Sie zu unterdrücken. Sehr gut, das nehme ich. Auf die Schulmedizin ist wenigstens Verlass. Nehmen Sie bitte das Rezept hier und bringen es zu Abaya in den Laden. Sie wird Ihnen das Medikament aushändigen. Ach, sie ist auch noch Apothekerin. In so einem kleinen Dorf gibt es mehr Aufgaben als Einwohner. So, naja, da haben wir jetzt 3 Aufgaben. Ja. Ja, da gibt es 3 Aufgaben jetzt für uns hier. Medikamente holen, dann noch gucken hier nach dem Loch. Nach dem Loch, dort hier in der Nähe vom Schloss. Und wir müssen dann noch unseren Hinweis folgen mit der helfenden Hand, die uns da hier irgendwelche Notizen hinterlassen will am Grab unseres Vaters. Das sind 3 Sachen, die wir da noch zu tun haben. So, ich sag mal so, das Einfachste ist ja, wir gehen da erst einmal ins Dorf. Oh, wir sind ja schon im Dorf und holen uns unser Medikament, damit wir da nicht ja komplett abdrehen. Oh, mein Kopf dröhnt immer noch. Ein Glück, dass mich Mary gestern im Wald gefunden hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich erfroren. Ich sollte mir also schnellstmöglich diese Medikamente holen. Und ich könnte gleich den Inspektor fragen, ob Mary endlich wegen der Aussage bei ihm war. Außerdem habe ich noch einen Termin beim Pfarrer. Kann doch nicht so schwer sein, das Grab meines Vaters zu finden. Ach, und diese ominöse Stelle im Wald soll ich finden. Freu dich, Darren. Das wird ein langer Tag. Ach so, ich habe mich schon gewundert, wie er da überhaupt hier zur Ärztin kommt. Aber naja, ja, der mürrische Murray, der war ja zufällig im Wald und hat uns ja gefunden, oder? Genial. Ja, was ist denn das von Karl, der Matt? Der Matt-Dämon. Hey Matt, wann haust du endlich ab mit deinem Jahrmarkt? Na, wie geht's? Immer noch vom Teufel besessen?
An deiner Stelle würde ich darüber keine Witze machen. Soll das eine Drohung werden? Sagen wir lieber eine gut gemeinte Empfehlung. Dir fehlen ja wirklich ein paar Latten am Zaun. Was ist bei deiner Geburt eigentlich schiefgelaufen? Nicht halb so viel wie bei deiner, du Bastard. Viel Spaß noch. Hey Arschloch, wenn du mich vermisst, mal ein Herz an die Wand. Mach ich. Und zwar mit deinem Blut. Na gut, gehen wir mal hier. Ah, Gemüsestand. Frisches Gemüse. Sehr mickrige Auswahl. Ich ziehe die Tiefkühlvariante vor. Ja, das hatten wir ja schon im ersten Teil. Ja. Abgeschlossen. Seltsam. Gestern um diese Uhrzeit war der Laden noch offen. Für einen, aber Polizeistation denn erst. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee, guck mal an. Hey, Zack. Was denn nun schon wieder? Sei doch nicht so genervt. Hab ich was Falsches gesagt? Nein, ich bin nur etwas überarbeitet. Der Inspektor ist den ganzen Morgen schon nicht da und ich muss die ganze Arbeit allein machen. Wo ist denn der Inspektor hin? Im ersten Black Mirror, da hat ja Odo. So, Protagonist ja alle umgebracht, wo er so eine Erscheinung hatte, eine Vision. Hoffentlich haben wir den da nicht abgemorchelt in der Nacht. Na, guck dem mal sein Gesicht an, da ist ja auch schon komplett hinüber. Dass er da die Leute umbringt, das kann ich mir gut vorstellen. Wo treibt sich denn der Inspektor rum? Café, glaube ich. Oder vielleicht können Sie mir helfen. War Murray schon hier wegen seiner Aussage? Murray? Ja, der war hier. Wollte etwas Dringendes mit dem Inspektor besprechen. Wissen Sie, worum es ging? Keine das Ahnung. Darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Wahrscheinlich hatte da ja das Foto von uns mit dem Messer in der Hand. Mit dem blutigen Messer in der Hand, den wahrscheinlich umgeben hat, gesagt, ja, da ist total gefährlich. Ihr müsst ihr einsperren. Der Laden von Abaya ist geschlossen. Ist heute ein Feiertag, von dem ich nichts weiß? Nein. Die hat er umgebracht in der Nacht, das kann ich mir vorstellen. Letzte Nacht bin ich übrigens vor großen schwarzen Hunden in eine Hütte im Wald geflohen. Ich wurde dort eingesperrt, konnte mich aber mit einer Kettensäge befreien. Danach bin ich ohnmächtig geworden. Sie können nicht anders, habe ich recht. Und warum erzählen Sie mir das? Das freut mich auch. Sie sahen so gelangweilt aus. Auf Wiedersehen, Constable. Na gut, suchen wir mal einen Inspektor. Wer ist? Ach ja, die Alte aus dem ersten Teil. Oh no! Der Mörder. Willow Creek ist hier. So. Bobby. Ich gehe da besser vorerst nicht mehr rein, sonst erteilt Denise mir noch Hausverbot. Ah, okay. Eben was mal. Das ist ja Bobby, der Dorfblöde. Bobby. Aber nein, das ist ja ungerecht. Eigentlich ist er der netteste Kerl hier weit und breit. Hey, Bobby, was geht? Hallo, Bobby. Hi, Darren. Stimmt es, dass du jetzt böse bist? Nein, Bobby, du brauchst keine Angst haben. Geil. Ich tue niemandem was. Die anderen haben gesagt, du hast das Schloss angezündet. Du darfst nicht alles glauben, was man dir erzählt, Bobby. Ich bin unschuldig. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Sagen sie alle. Das sagt Tom auch immer. Okay, Darren, ich glaub dir. Toll. Wo ist der Inspektor? Sag mal, Bobby, kennst du den Dorfpolizisten? Ja, aber ich mag ihn nicht. Tom mag ihn auch nicht. Das macht ja auch Sinn. Arbeitest du jetzt hier? Ja, aber nicht für Geld, sondern für Denise. Sie ist meine neue Freundin. Ich helfe ihr. Verstehe. Ja, klasse. Arbeitest du nicht mehr im Museum? Nein, Mrs. Puft hat mich weggeschickt. Die Bürgermeisterin hat dich weggeschickt? Wieso das denn? Ich hab nicht genug aufgepasst, hat sie gesagt. Ich hab doch die Schlüssel verloren. Ah, du Dummer. Tut mir leid.
Aber wir haben ja geklaut. Wir sind ja wieder dran schuld, dass Gauss hier im Dorf ausbricht. Und Denise freut sich, dass du ihr hilfst? Ja, sie gibt mir Muffins und Schokolade. Ist ja nett von ihr. Das will ich aber nicht geschenkt. Ich bezahle das alles später. Ich will nicht, dass Denise deswegen Ärger kriegt. Das ist nett von dir, Bobby. Du magst sie wohl sehr. Oh ja, Denise ist viel schöner als Mrs. Puff. Sie ist sogar noch schöner als die Sonne. Was macht eigentlich dein Bruder Tom? Ich weiß es nicht. Er ist nicht oft da im Moment. Aber das ist auch gut so. Er sagt, er will dich umbringen, wenn er dich erwischt. Ich muss weiter. Okay, Darren. Na klar, nach dem, was im ersten Teil passiert ist, dass der Tom da ein bisschen bissig auf uns ist, ist schon verständlich. So, Edward. Erzähl der mal. Der Kellner des Cafés, ein recht steifer Typ. Vielleicht hat er einen Stock verschluckt? Ach, ich frag ihn einfach. Hi. Schönen guten Tag, Sir. Sie sehen mir fast aus wie ein Kellner. Das haben Sie vollkommen richtig erkannt, Sir. Mein Name ist Edward. War der Inspektor heute schon da? Nein, Sir. Ich habe ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Bin gerade erst gekommen. Und Denise? Denise ist auch verschwunden. Beide nicht da, Nein. Ja, die sind ja im Hinterzimmer und bumsen aus mal ein bisschen. Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Ein ruhiger Ort. Schlecht für Hebammen, die wären hier arbeitslos. Aber ideal für Schriftsteller, falls sie Krimis schreiben. Oder Horrormärchen. Haha, lustig. Ein hübsches Café ist das. Danke, Sir. Ich gebe mir jede Mühe, dass es auch so bleibt. Sind Cafés in England nicht etwas unüblich? Wenn Sie meinen, Sir. Aber ich finde, dieser Ort hier hat eine Alternative zu dieser Säuferabsteige da drüben verdient. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Ja gut. Inspektor und hier Denise sind verschwunden. Keine Ahnung. Ich gehe da besser. Ja. Gehen wir mal wieder. So, hier haben wir... wir gehen jetzt mit unserer Karte. Gehen wir denn da jetzt hin? Wir gehen da jetzt einfach mal zur Kirche. Pfarrer Besuch. So. Mal gucken, ob der Pfarrer hier arbeiten ist. Die Kirche ist verschlossen. Dann habe ich ja noch genug Zeit, nach der Stelle im Wald aus meiner Erinnerung zu suchen. Und ich könnte meine Medikamente im Laden abholen. Wald hört sich ja wieder scheiß an. Trinken wir ja gleich wieder. Speichern, ja. Hier ein Tor. Ah, hier. Geht's weiter. Ah, hier unser Totengräber. Ein Stapel Brennholz nehme ich an. Hier heizen noch fast alle Leute mit Holz. Es ist mit einer alten Tür abgedeckt, die ihn vor Regen schützt. Die Tür hat sogar ein rundes Glasfenster. Falls ich eines Tages eine Tür mit Glasfenster brauchen sollte, weiß ich, wo eine liegt. Ganz genau. Ja, Baumschere. Eine lange Baumschere. Die werde ich mir mal ausleihen. Ausgezeichnet. Hier geht's runter. Netter Wintergarten mit allerlei Flora. Der Pfarrer scheint einen grünen Daumen zu haben. Zumindest im Haus. Selbst für einen Steingarten zu steinig. Na, da wächst eigentlich auch ganz schön viel. Hallo? Keiner da. Ja, auch ein katholischer Pfarrer ist manchmal nur ein Mensch. Aber warum hat er kein Wasserklosett im Haus, wie jeder andere auch? Er hat Zeit stehen geblieben hier. Hier wohnt der Pfarrer.
Hier nennt man es Biomüll. Auf der anderen Seite der Mauer Friedhof. Der Schuppen ist bis zum Dach gefüllt mit Brennholz. Scheint ein langer und kalter Winter zu werden. Ja. Mr. Totengräber? Ja, mein Junge. Die Kirche ist abgeschlossen. Wollte der Pfarrer nicht heute wieder da sein? Ihr wollt ja nach dem Frühstück losfahren. Schau doch später noch mal vorbei. Eine Klasse. Haben Sie schon mal was von der weißen Frau im Wald gehört? Ja, gehört habe ich davon. Aber gesehen habe ich sie noch nicht. Soll angeblich nur der können, der reinen Herzens ist. Also das kann nicht stimmen. Denn hier im Dorf hat sie noch keiner gesehen. Auch der Pfarrer nicht. Was sagt uns das über die Leute von Willow Creek? Blödsinn. Die Leute hier sind in Ordnung. Die Mördersippe im Schloss ist es, die Angst und Schrecken verbreitet. Seit Jahrhunderten schon. Zu schade, dass du deinen Job nicht richtig gemacht hast, Junge. Das Schloss hätte bis auf die Grundmauer niederbrennen sollen. Dann wäre endlich Ruhe gewesen. Ich war das nicht. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Lisse. Na gut. Zurück zum Friedhof. Jetzt sind wir denn hier gelandet? Mauer. Die Mauer ist eingestürzt. Das ist das Grab von William Gordon, meinem Urgroßvater. Er starb im August 1981. Keine Ahnung, warum er nicht in der Familiengruft bestattet wurde. Das ist das Grab von William. Das ist die Familiengruft der Gordons. Die modrigen Skelette meiner Vorfahren liegen hinter dieser Tür. Ich habe kein Interesse daran, ihnen einen Familienbesuch abzustatten. Komm schön. Ja. Namenlose Grabsteine. Fünf tragen dasselbe Sterbedatum. August 1981. Solange ich nicht weiß, wer hier begraben sein könnte, macht es keinen Sinn, nach weiteren Hinweisen zu suchen. Ja, hat ja schon gesagt, dass wir da im Wald nachsehen sollen, ob wir da was finden. So. Ist noch hier hinterher gegangen. Uns da irgendwelche Viecher fressen, speichern wir nochmal. Ansonsten kommen die bösen Höllenkunde wieder und fressen uns. So. Vielleicht haben wir Glück. Diese Hütte ist sogar am Tag unheimlich. Vielleicht haben wir Glück und dann sehen wir Bobby hier irgendwo. Eine Regentonne. Nicht Bobby, Ralph. Dürfte hier immer gut gefüllt sein. War vielleicht früher mal eine Försterhütte. Jetzt ist es Ralphs neuer Unterschlupf. Auf jeden Fall besser als der Wellblechverschlag an der Akademie. Bloß nicht berühren, sonst fällt alles zusammen. Schauen wir uns da ein bisschen um. Da wurde für den Winter vorgesorgt. Wobei nicht sehr lange ich mir vorstellen kann, dass das Ralph war. Ja, wer weiß, wer weiß. Zum Glück wurde die Hütte auf Stelzen gebaut. Sonst wäre ich vermutlich jetzt noch darin gefangen. Ich habe kein Interesse daran, wieder in diese gruselige Hütte zu gehen. Ich habe kein Interesse daran. Wie bin ich denn hierher gekommen? Hat er selber gesagt, dass ich hier herkommen soll. Ja, Schleifspuren. Schleifspuren? Hm. Angeblich hat Murray mich hier weggeschafft. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Eingeben wir nie, so. So, ja. Ampel falsch. Mach ich immer weiter. Sollten wir vielleicht zu Mary ins Hotel gehen und da mal nachfragen? Ein kaputter Wegweiser. Das ist
Sieht aus, als... Nein, ich bin hier nicht mehr willkommen. Als ich das letzte Mal hier war, konnte ich das Gittertor einfach aufbrechen. Der Verschluss sieht jetzt aber viel stabiler aus als früher. Ja, das bekomme ich sicher nicht mehr. Wieso das jetzt nicht mehr? Jetzt seid ihr noch da. Ich habe eine Mission. Was war das? Ein Vergangenheitsflash? Kommt geil. Jetzt schon am frühen Morgen? Oder was will mir der kleine Mann im Unterbewusstsein damit sagen? Nee, gut. Das sieht ja schon ein bisschen farblich aus. So, Stacheldraht. An dem Holster hat jemand was gegen. Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Das ist Stacheldraht. Der wurde erfunden, um Soldaten den Weg zu verschneiden. Je mehr man versucht, sich zu befreien, desto schlimmer wird es. Und es beschneiden? Schnipp, schnapp. Das war's. Mit der Baumschere ließ sich der Stacheldraht auch bequem wegtragen. Das ist ja auch außen rumlaufen hier, ne? Ist kein Problem. Ab in den Wald, Leute. Ich erinnere mich an dieses Haus. Hier habe ich als Kind immer mit Angelina gespielt. Hatte Joyce etwa recht? Ah, das ist doch hier vom Heinz Hermann. Leichenhalle. Sieht aus, als würde hier schon seit Jahrzehnten keiner mehr wohnen. Außer Ratten natürlich. Okay, hier. Die Scheiben sind nur unten eingeschlagen. Entweder jemand wollte einsteigen und hat es dann doch nicht gemacht, oder der Werfer hatte verdammt kurze Arme. Hohoho. Hier ist das Loch nicht. Was für ein Loch? Ein Müllcontainer mit einem Schloss dran. Könnte ein Schutz vor wilden Tieren sein oder vor neugierigen Augen. Ein Müllcontainer mit einem Schloss dran. Stimmt. Das Schloss ist zu stark. Ich suche lieber den Schlüssel. Scheiße. Jetzt wollen die Leichen sehen. Na ja, gut. Mal jetzt schön durchscrollen. Vielleicht haben wir noch ein anderes Ding zum Nützen. Na ja, gut. Vielleicht finden wir dann, wenn wir dann in dem Haus sind, eine Schlüssel dafür. Dunkle Stelle. Nichts. Kein Loch im Boden. Moment. Was ist denn der? Da liegt was. Ein Leuchtsticker. Genauso einer, wie ich ihn in dieser Hütte im Wald gefunden habe. Vielleicht hat Ralph ihn hier verloren. Oder gefunden? Ob er jetzt hier wohnt? Hey, Ralph, das geht doch steil bergauf. Hast du einen Blechverschlag hier? In der Akademie und dann die Kackhütte im Wald und jetzt ist hier ein ganzes Leichenhaus. Boah, ey, das Ding geht's vorwärts. Okay. Auto, hier. Guck mal. Was für eine alte Rostlaube von Auto. Aber passt zum Haus. Ich spring der Ralf raus. Hallo, ich wohne im Auto. Oh, verdammt! Es ist nur eine Decke. Ganz ruhig, Darren. Was? Decke? Ich dachte, er hat eine Leiche gefunden. Nur ein altes, rostiges Auto. Nee. Ich das wenigstens noch irgendwie aufmachen? Nee. Oh, boah. Geil. Gore? Geronnenes Blut? Einladend.
Ich bezweifle aber, dass das der ursprüngliche Schriftzug ist. Ich sehe noch die Halterungen für zwei weitere Buchstaben. Gore? Ich bezweifle ab. Jetzt sehe ich jetzt, ob wir noch Buchstaben suchen oder was? Vielleicht sieht sich Ralph ja nach einer neuen Bleibe um. Die Hütte im Wald war ihm wohl nicht einsam genug. Ich klopfe mal. Open up, Police! Nichts. Scheint keiner zu Hause zu sein. Nichts. Nichts. Dort ist nichts weiter als Gestrüpp. Nein. Hier ist nichts. Wir haben das Auto. Straße zum Wald. Eingangstür vielleicht. Und da irgendwie. Bisschen nehmen zum Tür aufmachen. Gegensprechanlage. Hier irgendwie. Das zusammenfügen. Vielleicht ist es kaputt. Stelle im Gebüsch. Die Stelle aus der Hypnose war nicht so nah am Haus, glaube ich. Ich denke, hier noch mehr zu suchen, bringt mich nicht weiter. Falls dieses Loch im Wald, in das Angelina als Kind gestürzt ist, hier irgendwo existiert, ist es längst nicht mehr hier. Anker in der Realität finden. So ein Blödsinn. Gern. Ach so, das haben wir jetzt wohl die Stelle gesucht, wo das sein könnte. Ja, okay. Ich glaube, jetzt geht nochmal weiter. Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Ja, wenn du nicht willst, dann halt eben nicht. Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Die Wendeltreppe ist tot. Ein alter, verlassener. Ist nicht. Hier habe ich Miss Valleys Leiche, aber man sieht keine Hinweise mehr für diesen. Schon im nächsten Frühling. Feinste Engel. Sieht's nicht aus. Auch nichts Neues, glaube ich. Ein stummer Zeuge des Zerfalls. Der Verschlag ist auch. Ein riesiger Haufen. Ich kann mich glücklich. Okay. Die Treppen führten ursprünglich in den ersten. Hier ist nichts mehr. Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Ein riesiger. Ich kann mich glücklich. Okay. Warte mal. Geh dann nochmal zurück. Hier die Lampe, die hier rumbaumelt. Na, ich dachte, ich kann die irgendwie einsammeln. Weil die so schön 3D animiert ist. 2D animiert hin und her wackelt. Na gut. Ich würde da mal sagen, gehen wir mal. Ein bisschen hier so durch den Wald. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Willow Creek. So. Gehen wir da nochmal durch. Und dann nochmal hier zum Mary, sein Hotel, und fragt den mal, ob da was weiß. Dann mal sehen. Vom ersten Teil wissen wir ja, dass da immer so ein bisschen Probleme gibt. Oder dass der da immer vom einen Platz zum anderen Platz laufen muss, damit da irgendwas freigeschaltet wird. Das hatte da immer so eine interessante Mechanik. So. Hier hängt ein Plakat. Wir bauen für sie um. Demnächst noch spektakulärer. Das Heimatmuseum. Auf dem Schild steht Willow. Okay. Hier geht nichts. Ich
Ja, hier gehen wir mal zum Pub. Mal sehen, was da los ist. Das ist Toms und ihm das auch. Gehört bestimmt einem. Ist nichts. Hier, ob da jetzt endlich mal der Inspektor aufgetaucht ist. Ah, hier. Gucke an. Das Inspektor, ist Inspektor. Spooner, der Mann, der mir die letzten 3 Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein wahrer Sonnenschein. Na, reden wir doch mal mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Inspektor. Ich sitze hier wieder eine Viertelstunde, um mit ihm zu quatschen, mit den ganzen Bildern. Warum mögen Sie mich nicht? Ich Bulle, du böse Miss Valley. Ich war das nicht. Meine Ärztin, Dr. Winterbottom. Das haben wir doch schon alles im ersten Teil angehört, aber. Weil ich ja Speedrun-mäßig da das alles nochmal abgeholt habe, wegen unserem Verschwinden. Was ist Save-File? Seit? Hab ich das alles jetzt, ja. Noch und sie bezahlt man beim Richter. Okay. Hello, Greek. Das oh, doch, das heißt. Nur das übliche. Also. Okay. Das Bund. Warum sollte denn dann ich so ein. Na, genau das. Ich kann, du bist besessen. Das ist sowas wie eine. Es Recht. War Lula. Klar. Da dieser Mord an Miss Valley. Wir haben einen Verdächtigen festgenommen. Ein junger Amerikaner, der mit ihr gesehen wurde und sie nach den Morden hier im Ort ausgefragt hat. Vermutlich pervers veranlagt. Ja, schon klar. Er will einfach nicht gestehen. Das macht mich sehr traurig. Vergessen Sie es einfach. Haben Sie mittlerweile irgendwas zu meiner Familienzugehörigkeit heraus? Yep. Ich und was ist mit Adrian? Er ist immer noch tot. Liegt in der Gorf. 5. Grades? Ja, okay. Vor dem Schloss liegen Bierflaschen und Böller. Kann es sein, dass dort öfter mal Partys stattfinden? Ja, aber nur U14-Partys. Ist sowas wie eine Mutprobe für die, über die Mauern von dem Geisterschloss zu pinkeln. Kann man da nichts machen? Was denn? Klohäuschen aufstellen? Ich hänge ab und zu mal, Leute. Ab und zu mal. Das ab. Ich müsste mal gucken, ich muss da hier so vielleicht, ich hier geht alles nur über WLAN, vielleicht muss ich da gucken, ob ich da mal so einen Strom-Powerline-Adapter irgendwie rankriege, dass ich da direkt hier da irgendwie eine bessere Verbindung kriege. Chat. So, Angelina. Wie kann ich Sie davon überzeugen, dass Angelina diese ganzen Dinge getan hat? Bringen Sie dazu, sich zu stellen. Sie ist tot. Schon vergessen? Na dann zeig ja, mir aber ihre Leiche. Würde ich ja gerne, aber sie ist in diesen Abgrund gestürzt. Ja, ja, die Lava, ich weiß schon. Geh jemand anderen nerven. Sie kennen doch jeden hier im Dorf, hm? Schon mal den Namen Ralph gehört? Hm. Wieso wundert es mich nicht, dass ausgerechnet du mich nach einem Irren fragst? Sie kennen ihn also? Klaut ab und zu mal gern bei Abaya einen Apfel und wohnt irgendwo im Wald. Tut keiner Pflege was. Warum lassen Sie nicht einfach ein paar Bagger anrücken und graben die Akademie aus? Da werden Sie alle Antworten finden. Und wer bezahlt das? Du? Außer deiner Aussage habe ich keine Hinweise darauf, dass man dort überhaupt etwas findet. Der Glaubwürdigste bist du nicht. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Ruine überhaupt eingestürzt ist? Ich habe sogar Experten kommen lassen und alle sind sich einig darüber gewesen, dass die Ruine aus Baufälligkeit eingestürzt ist. Alles uralt und verrottet, nichts mit Verschwörung des Bösen. Bye. Freiwillig. Kann ich kurz stören? Nein. Nein. Geh weg. Abgeschlossen. Seltsam. Gestern. Okay. Snöß, ja, der Dude. Ah, jetzt ist er da, Denise. Wir müssen erstmal hier zur Leichenhalle gehen, da ins Auto reingucken, damit da Hallo. Das getriggert wird, dass wir uns da umsehen können oder dass da die Leute erstmal auftauchen. Arbeitet Bobby auch hier? Eigentlich nicht, aber ich kann ihn nicht davon abhalten, hier den ganzen Tag lang die Tische zu putzen. Ach, warum nicht?
Was kannst du mir über Edward erzählen? Die Frage musst du anders stellen. Wieso sollte ich dir etwas über Edward erzählen? Naja, ich frage mich, wie es so ist, den ganzen Tag mit ihm hier zu arbeiten. Er ist nicht gerade der lockerste Typ. Ich meine, ein Brett ist entspannter, findest du nicht? Er ist mein Verlobter. Sonst noch was? Wie bitte? Ihr seid verlobt? Heißt das etwa, ihr wollt heiraten? Was dagegen? Dann stell dich hinten an. Okay, ich dachte, die bums hier mit dem Inspektor Wusstest rum. Wusstest du, dass es hier im Wald große schwarze Hunde gibt, die ahnungslose Wanderer anfallen? Ja, die gehören zu Murrays Touristenattraktion. Wirklich? Na klar, sind zwei fette falsche Bernardiner. In dem einen Kostüm steckt Bobby, in dem anderen Mrs. Puffed. Haha. Kennst du einen Ralph? Den Tennislehrer aus Ipswich? Bestimmt nicht. Der Ralph, den ich meine, ist geistig etwas, naja, zurückgeblieben. Dann meinst du vielleicht den Mann von Mrs. Puffed? Nein, ich glaube nicht, dass er das ist. Hat der denn eine Puppe, die er Mr. Bobby nennt? Was? Nein, du meinst bestimmt Bobby. Na egal, vergiss die Frage. Es gibt da so ein zerfallenes Haus an der Straße Richtung Leuchtturm. Weißt du etwas darüber? Da hat früher der Leichenarzt drin gewohnt, glaube ich. Er wurde dort auch ermordet. Mich würden da jedenfalls keine 10 Pferde hinbringen. Bis später vielleicht. Ja, gut. Ja, Edward. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? Sie und Denise sind verlobt. Ja, Ihre Familie und meine sind schon seit Generationen befreundet. Und wir werden auch unser Leben zusammen verbringen, so Gott will. So Gott will. Und Sie? Wollen Sie denn? Selbstverständlich. Denise' Vater hat mir bereits die Geschäftsleitung des Cafés übertragen. Das ist natürlich ein Grund. Vor allem ist es eine große Verantwortung. Aber die Kellnerei liegt mir. Es macht mir große Freude, unsere Kunden zu bedienen. Lassen Sie mich raten. Sie wären viel lieber Butler geworden. In der Tat, Sir. Aber die Stelle im Schloss war schon vergeben. Außerdem brauchte Denise' Vater einen Nachfolger für sein Geschäft. Ja, Bates ist gestorben. Da kannst du jetzt ins Schloss gehen. Sie wollten auf Black Mirror Castle arbeiten? Ja, Sir. Aber statt für mich hat sich die Lady für diese Sally entschieden. Den Grund verstehe ich bis heute nicht. Sally ist beim Brand ums Leben gekommen. Seien Sie froh, dass Sie den Job nicht hatten. Vielleicht, Sir, wenn Sie das sagen. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Na gut. Hi, Bobby. Hi, Darren. Hi, Darren. Der Kellner, Edward. Freut er sich auch, dass du hier hilfst? Erst hat er mich weggeschickt, aber ich bin immer wieder gekommen. Dann hat er gesagt, wenn ich mich nützlich mache, darf ich bleiben. Ich darf nur nicht sitzen und die Denise anstarren, weil da kriegen die Leute Angst vor mir. Ich mag nicht, dass sie vor mir Angst haben. Das mag ich auch nicht. Edward hat auch gesagt, wenn ich einen Kuchen anfasse, dann muss ich ihn auch essen. Und Kaffee kriege ich keinen mehr, weil mir wird davon schlecht. Ich muss weiter. Okay, Darren. Okay, Darren. So. Ich glaube, ich gehe nochmal zur Ärztin. Frag doch mal nach, ob es da was Neues gibt. Ja? Hallo, Doktor. Na klar, kommen Sie. Kommen Sie rein. So. Aschebecher, Feuerzeug. Kommen Sie ja auch nicht mehr. Sie sehen ja auch ganz schön welk aus, du. Doktor? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Dazu. Es gibt da ein Problem mit meinen Medikamenten. Schmecken Sie ihnen nicht? Das ist normal. Schlucken Sie sie mit Orangensaft statt mit Wasser. Das ist es nicht. Der Laden hat geschlossen und Abaya scheint auch nicht da zu sein. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Abaya ist dienstags immer in Ipswich. Sie besucht dort einen Selbstverteidigungskurs. Ich hätte eher auf Schiedsrichterseminar getippt. Und wie komme ich jetzt an die Medikamente? Pfeife. Also, wenn der Postbote schon da war, hat er die Lieferungen vermutlich im Fass neben der Tür deponiert. Fass? Neben der Tür? Mit Medikamenten? Und wenn das jemand klaut? Direkt neben der Polizeiwache? Ich glaube kaum. Ein Hoch auf das Dorfleben. Na, so geht es ab hier.
Was können Sie mir über Wormhill sagen? Vermutlich nicht viel. Es ist eine kleine Siedlung, die zu Willow Creek gehört. Nur wenige wohnen dort. Die meisten Häuser zerfallen langsam. Ich glaube, früher haben dort die Minenarbeiter gewohnt. Kennen Sie Ralph? Ralph? Nein, wer soll das sein? Ach, nicht so wichtig. Mir ist letzte Nacht etwas Seltsames passiert. Ich weiß nicht, was davon real war oder nicht. Lassen Sie hören, Adrian. Ich war gerade auf dem Weg zurück ins Dorf, als ich im Wald von großen schwarzen Hunden angegriffen wurde. Zum Glück war eine Hütte in der Nähe, in die ich mich retten konnte. Durch die Tür konnte ich nicht mehr nach draußen. Als ich mich mit einer Kettensäge, ja, durch den Boden nach draußen gesägt hatte, war keine Spur mehr von diesen Hunden. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Angeblich hat mich Mary gefunden mitten in der Nacht und mich zurück ins Hotel gebracht. Aber davon weiß ich nichts mehr. Ein klassischer Traum mit Verdrängungsthema. Die schwarzen Hunde und dass dann da aber nichts ist. Das ist eine tiefsitzende Angst vor den Konsequenzen deines Handelns. Wohl wahr. Ich glaube, ich habe die Stelle im Wald gefunden. Nur weit und breit kein Loch. Nur ein verlassenes Haus. Ah, sehr gut. Das muss das alte Haus von Dr. Herman sein. Hatte ich Ihnen von ihm erzählt? Er war auch eines der Opfer von... damals. Seitdem steht das Haus leer. Keiner will dort freiwillig wohnen. Hat es Ihnen denn etwas gebracht? Bei Ihrer Erinnerung, meine ich. Nein. Haben Sie auch gründlich gesucht? Ja. Doc, es ist November. Es ist kalt... Der Boden ist gefroren und es ist mitten im Wald auf einem Grundstück, das mit Stacheldraht umzäunt ist. Na gut, dann konzentrieren wir uns in der nächsten Sitzung noch einmal darauf. Ich habe eine Frau gesehen, ganz in Weiß. Sah fast so aus wie eine Art Hochzeitskleid. Wo haben Sie sie gesehen? Als ich in der Hütte eingesperrt war. Vom Fenster aus. Sie stand am Rand der Lichtung, hat mich angesehen und ist dann im Wald verschwunden. Hat sie irgendetwas gesagt? Oder getan? Also, gehört habe ich nichts, aber es könnte schon sein. Sie schlenderte jedenfalls nicht herum. Eher wirkte sie so, als würde sie etwas suchen. Es gibt hier in Willow Creek eine Legende über eine weiße Frau, die durch den Wald irrt und ihr Kind sucht. Vergeblich, wie es heißt. Aber gesehen hat sie noch niemand. Bis jetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, Adrian. Das ist eine vollkommen natürliche Reaktion auf diesen Mythos. Er entstand aus der kollektiven Sehnsucht nach einer reinen Mutterfigur, die wie eine Heilige verehrt werden kann. Dazu gehört, dass es Auserwählte gibt, die ihre Erscheinung wahrnehmen. Und jeder möchte doch ein Auserwählter sein. Das ist nur menschlich. Sie finden für alles eine Erklärung. Die Psychologie ist die moderne Theologie. Na, gucke an. Wir haben die ja erst gesehen und dann kommt die Story mit der weißen Frau raus. Also dass wir da erst den Impact haben und dann später uns was einbilden, das kann dann also auch nicht so sein. Ja, schwarze Hunde, erzähl mal. Was haben diese schwarzen Hunde für eine Bedeutung? Was sind das für Wesen? Die Flucht vor bissigen und aggressiven Hunden, das klingt nach einem typischen Angsttraum. Er drückt die Angst vor der eigenen aggressiven Seite aus. Waren die Hunde allein oder war jemand bei ihnen? Nein, sie waren allein. Nur die Hunde. Aha. Hunde, die ohne menschliche Führung herumstreuen, deuten auf ein unterdrücktes Dominanzthema hin. Es kann aber auch genau das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass der Träumer einen bestimmten Teil von sich selbst vernachlässigt, auf den das Wesen der Hunde hinweist. Was war es denn für eine Hunderasse? Keine Ahnung. Höllenhunde? Jedenfalls riesengroß und schwarz. Große Hunde verstärken die Bedeutung, von der ich sprach. Dass sie schwarz sind, deutet auf ihre Herkunft aus dem Unterbewussten hin. Gibt's irgendeine Tablette dagegen? Okay. Sie sagten, Sie kannten Dr. Herman? Ja, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Eine schöne Zeit war das.
Ich habe dann aber bald gemerkt, dass die Pathologie nicht wirklich etwas für mich ist. Im Gegensatz zu Heinz war ich immer schon mehr für die Lebenden zu haben. Sie haben Pathologie studiert? Unter anderem ja. Erstaunt Sie das? Eigentlich nicht wirklich. Bis später. Machen Sie's gut. Nee, gut. In den grünen Heften. Ja. Die Zeitung von... Freude. Als Blumenstrauß. Ja, nicht, ja, Aschenbecher. Wann immer ich hier bin, ist der Aschenbecher voll. Müssen wir mal den mal leer machen, Leute. Dr. Winterbottoms Notizbuch. Ganz okay. Dr. Winterbottoms Feuerzeug. Die berühmte Psychiater-Couch hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten. Na gut. Meine. Ja, nichts Neues. Auf dem weißen Aschenbecher hier. Drei Stück. Ein indianischer Traum. Mhm. Ein einfaches Bad. Ob da meine Gesprächsprotokolle. Ja, gehen wir mal wieder raus. Ich sag mal, wir tun mal Murray besuchen, unseren Freund. So. Da geht es einige Stufen nach oben. Da geht es einige Stufen nach oben. Okay. Nanu? Murray ist gar nicht da. Ja, Zeit zum Sachen zum Klauen. Das sind Infos über das Mordmuseum. Mhm. Black Mirror Castle im Polen. Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste. Mhm. Ein großer Wagen für die Massen an... Okay. Was haben wir da? Nichts Neues. Schale. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. Nicht so negativ. Ein Gäste. Warte mal. Wir rufen da erstmal Wahrsagerin an. Gucken, was sie uns heute erzählt. Hat ja uns schon bei dem ersten Kapitel vor den Höllenhunden gewarnt. Ring, ring. Hallo, Madame Fortuna. Das kann jeder sagen. Sonst. Ziehen Sie eine Karte. Stopp. Ich habe den Wagen gezogen. Oh, sind Sie im Schnee stecken geblieben? Schnee? Nein, Ihre Karte, Adrian. Sie suchen nach dem rechten Weg. Eine Entscheidung wird nötig sein. Und ich sehe... den Tod. Oh nein. Mal wieder. Jemand wird Ihnen das Licht ausschießen. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Sie müssen das nicht verstehen, Adrian. Aber Sie können sich zur Wehr setzen. Wie kann ich mich zur Wehr setzen? Halten Sie sich von Schusswaffen fern. Ja, danke. Schusswaffen? Fernhalten? Vielleicht möchte er uns Tom abknallen. Blödsinn. So, ja, Visitenkarte von unserem Anwalt. Vielleicht hat er was Neues. Anwaltskanzlei Jones und Partner, bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir boxen Sie raus. Da geht auch keiner rein. Okay. Ganz vergessen, da hier im Hof da die Medikamente zu holen. Ich speichere mal wieder. Das Märchen. So, wo ist denn hier unser Murray, unser Geliebter? Ja, die Rottür. Keiner da. Rein. Okay. Sauber aus den Angeln. Ja. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Murrays Büro liegt direkt neben meinem Zimmer. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Okay. Unser Zimmer. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen.
um den hässlichen grauen Teppich zu verdecken, wurde ein noch hässlicherer ein antiquiertes Stadtansichten von Willow Creek. Ich habe bloß eine Jacke aus Bord. Direkt hinter dieser Wand befindet sich Murray's Büro. Direkt hinter dieser. Kann man da ein Loch einmachen? Direkt hinter dieser Wand. Das ist unser Murray. Zumut. Ja, gut. Gehen wir mal wieder zur Lobby. Kein Murray da. Das ist immer noch hier. Ein Fass. Willow. Sieh mal einer an. Das ist Abayas Briefkasten. Und hier haben wir auch die Post von heute. Klasse. Das Paket kommt von einem Teelieferanten. Als Kunde steht hier das Gordon's Palace. Also entweder ist der Postbote ziemlich faul oder er mag Murray nicht. Vielleicht sollte ich ihm das Paket bringen. Am Hotel komme ich früher. Ich komme gerade vom Hotel. Was haben wir noch? Das klaut ja alles. Oh. Junge. Das muss meins sein. Der Absender ist ein Pharmakonzern. Ich lasse das Rezept in dem Fass. Dann weiß Abaya, dass ich meine Medikamente selbst abgeholt habe. Das Medikament, das mir Dr. Winterbottom verschrieben hat. Haloperidox. Zur Behandlung akuter Psychosen mit Wahn, Halluzinationen oder Bewusstseinsstörungen. Na klasse. Damit hat sie mich offiziell für verrückt erklärt. Ein Zugang in die Kanalisation. Das Medikament, das mir doch. Ja, ja. Hallo, Peri. Was war für den Pillen? Eine Teelieferung für Murray steht hier. Keine Ahnung, was für Art von Tees Murray kriegt. So, ist er jetzt da, oder? Da geht es einige Stufen nach unten. Plus hier. Ist hier noch irgendwo hin? Nee. Ist Murray jetzt da? Nee. Auch jetzt, wenn wir das Paket haben, dann wird er wahrscheinlich hier sein, aber nein. Murray? Scheint nicht da zu sein. Ich stelle das Paket am besten auf seinen Schreibtisch. Ah, jetzt kommen wir rein. Was gezeichnet? Jetzt können wir alles klauen. Nanu, was ist denn das? Was hat Murray denn mit dem Gesetz zu schaffen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Quittung von meiner Kaution. Abgesegnet vom Richter, bezahlt von Murray. Was für ein Ding hat dieser Kerl eigentlich vor? Was haben Sie hier zu suchen, Mr. Michaels? Eigentlich bist du ja, wenn ich dich suche. Ich habe Ihr Paket aus dem Dorf mitgebracht. Aber dann habe ich das hier gefunden. Ich hätte gern ein paar Antworten. Was führen Sie im Schilde, Murray? Wissen Sie, Mr. Michaels, das ist ganz einfach. Ich glaube an Ihre Unschuld und bin sicher, dass Sie es nicht verdient haben, ins Gefängnis zu kommen. Sie sind doch ein guter Mensch. Na klar. Ein Geizkragen wie Sie riskiert 5000 Pfund, um einem völlig Fremden zu helfen? Blödsinn. Was steckt dahinter? Reden Sie möchte, dass wir alle Leute umbringen. Ich schlage vor, Sie sind und dass da froh, dass Sie frei sind. Und wir reden sein Geschäft wieder floriert. Oh nein, so einfach. Kommen Sie mir nicht davon. Ich will wissen, was Sie sich gedacht haben, Murray. Mit Ihren eigenen Worten will ich das hören. Jetzt! Mr. Michael, Sie wissen doch, wie das ist. Wenn irgendwo etwas Schreckliches passiert, zieht das die Leute an. Aber nicht für immer. Die Leute sind heutzutage schnell gelangweilt und
wollen etwas Neues sehen. Und da sie nun seit 3 Wochen niemanden mehr umgehen... Ich fass es nicht! Sie haben die Kaution bezahlt in der Hoffnung, dass ich anfange, hier Menschen umzubringen? Geil. Nur damit ihr Scheißhotel ausgebucht ist? Klar. Ach, regen Sie sich doch nicht so auf, Mr. Michaels. Sie sind doch total verrückt! Sie können nicht mal! Sie sollten mir dankbar sein, Mr. Michaels. Niemand sonst hätte Ihnen die Kaution gestellt. Niemand sonst. Sie haben keine Freunde in Willow Creek. Sie sind ein einsamer Irrer, ein Brandstifter, ein Verbrecher. Sie haben niemanden außer mir und sollten mir verdammt nochmal dankbar sein. Eigentlich schön. Sagen Sie dem Zimmerservice Bescheid, ich checke aus. Ich fass es nicht. Schön sehr amüsant. So. Wo ist unsere Sache aus dem Zimmer oder was? Wo willst du denn jetzt enden, Junge? Direkt hinter dieser Wand. Ich weiß auch nicht. Ist jetzt ein bisschen angefressen. Hat das ein schönes, kostenloses Zimmer bekommen? Mit dem Kerl habe ich nichts mehr zu besprechen. So, ja, gut. Und was jetzt? Wo willst du denn hin? Ich bin jetzt wieder am Schloss. Hallo, hallo. Ich möchte hier einquartiert werden. So. Gehen wir mal zum Pfarrer oder was? Ich hab das auch keine Ahnung. So. Das ist ein ganz frisches Grab. Das ist ein ganz. Hier liegt Miss Valley, ermordet von meiner verfluchten Hier liegt Miss Valley. Ah, ist jetzt offen. Och, hallo. Der Beichtstuhl ist leer. Okay, sonst noch irgendwas. Ein riesiges Mosaik. Mhm, Musikfest. Diese europäischen Kirchen sind schon da. Hier sind einige Bibelstellen eingraviert. Entschuldigung. Siehe das Lamm Gottes, denn viele sind berufen. Kahle Holzbänke, sehr einladend. Ah. Pfarrer, grüße dich. Ich hab da mal eine Frage für dich. Wo ist denn das Grab? Ja, da kann er ja Adrian jetzt, wo er keinen Platz zum Schlafen hat, kann er ja in der. Entschuldigen Sie, Hochwürden. Rufpen. Hochwürden ist zu viel der Ehre, mein Sohn. Ich bin Vater Frederick. Ach so, Vater? Ich bin Darren Michaels. Vermutlich kennen Sie mich schon aus der Zeitung. In der Tat. Ich nehme an, du bist zum Beichten gekommen? Nein, eigentlich nicht. Noch habe ich nichts zu beichten. Was kann ich dann für dich tun? Können Sie mir etwas über den Friedhof erzählen? Oh, er ist wunderschön, nicht wahr? Man spürt die Jahrhunderte, wenn man sich dort befindet. Laut den Aufzeichnungen sind manche Gräber über 800 Jahre alt. Vermutlich alles Gordons. Die Gordons haben seit 1512 ihre eigene Gruft. Damals ist die Akademie niedergebrannt und, nun ja, die vielen Toten brauchten Platz und so wurde der Friedhof neu sortiert. Der Totengräber scheint auch schon eine Ewigkeit hier zu arbeiten. Mark? Er macht seine Sache sehr gut. Ja, das Gräberausheben macht seinen Knochen zu schaffen. Seit Jahren sucht er schon einen Lehrling, aber niemand scheint Interesse zu haben. Hast du schon einen Beruf gelernt? Ich bin Physikstudent. Ah, lassen wir das Thema. Physikstudent, ja. Aber ausheben ist doch Physik irgendwie, ne? Sie scheinen schon länger hier das Sagen zu haben. Masse mal Kraft. Was sind schon 40 Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Ja, hier. Die Kirche hier wurde von Marcus Gordon erbaut, richtig? Dem guten Marcus, ja. Es war das Jahr 1213, als Marcus Gordon seinen Bruder Mordred im Zweikampf erschlug. Marcus hat Mordred erschlagen. Warum? Ein Bruderzwist, der schon lange schwelte. Marcus verkörperte das Gute, Mordred das Böse.
der Legende nach. Marcus besiegte Mordred. Das Gute hat gesiegt. Oh, schöne Story. Und was hat es mit dem Fluch der Gordons auf sich? Der stammt doch aus der Zeit. Ja, so viel ich weiß. Mordred hat ihn wohl ausgesprochen, kurz bevor er seinen letzten Seufzer tat. Er hat Marcus verflucht und alle nachfolgenden Generationen. Aber das ist ja nun bald vorbei. Lady Victoria ist die letzte der Gordons. Und mit ihr endet die Linie. Aber es ist nicht zum mit Glück, möchte man fast so sagen. So Protagonisten hier. Der ganze Clan hat mit seiner üblen Familiengeschichte die ganze Gegend hier terrorisiert. Aber das weißt du sicher bereits alles. Du hast dich anscheinend schon gut informiert. Sagen wir so, ich bin unfreiwillig dazu getrieben worden, mich etwas näher mit dem Fluch auseinanderzusetzen. Wie darf ich das verstehen? Mein richtiger Name ist Adrian Gordon. Ich gehöre zu diesem Clan hier im Schloss. Oh, das ist, ich würde sagen, eine Überraschung. Surprise, surprise. Adrian Gordon? Ich dachte, der starb als Dreijähriger. War er nicht die Schlosstreppe hinuntergefallen? Das gehört zu den üblen Familiengeschichten, von denen Sie vorhin sprachen. Aber wie Sie sehen, lebe ich noch. Von den Toten auferstanden. Meinen Glückwunsch und Gottes Segen, mein Sohn. Und in welcher Beziehung stehst du zu den Gordons, wenn man fragen darf? Das ist doch schon gehört. Sie erinnern sich vielleicht noch an Samuel Gordon? Oh ja, Samuel. Er kam zur Beichte, kurz bevor er, wie auch immer, ja, ich erinnere mich an ihn. Er war mein Vater. Das erklärt einiges. Können Sie mir sagen, wo Samuel Gordon begraben wurde? Ich kann dir leider nicht genau sagen, in welchem Grab er liegt. Aber ich kann verstehen, dass du es gerne wissen möchtest. Okay. Gibt es denn keinen Plan, wo wer begraben liegt? Nicht für die anonymen Gräber. Aber warte, ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ein handgeschriebenes Buch und da gleich meine Seite rausgerissen. Total easy. Danke, Vater. Wir waren bei Marcus und Mordred stehen geblieben. Ja, richtig. Marcus hat seinen Bruder Mordred im Jahre 1213 im Zweikampf erschlagen. Daraufhin hat er, um seine Tat zu sühnen, diese Kirche hier erbauen lassen. Einige Jahre später ließ er auch die Akademie bauen. Dort sollten die Chroniken der Gordons aufbewahrt werden, unter anderem, um den Fluch von Gelehrten erforschen zu lassen. Doch die Akademie brannte 1512 komplett nieder. Die meisten Chroniken wurden dabei zerstört. Alles, was gerettet werden konnte, wurde hierher in die Kirche gebracht. Gut, aber diese ganzen Geschichten beginnen immer damit, dass Marcus seinen Bruder erschlagen hat. Weiß denn niemand, worum es in dem Bruderzwist ging? Dazu gibt es verschiedene Thesen. Es heißt, dass Mordred vom Teufel besessen war. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass sie sich um eine Frau stritten, was letztlich auf das Gleiche hinausläuft, nicht? Im Grunde geht es darum, dass Marcus Gordon als der gläubigere und standhaftere Bruder der beiden gesiegt hat. Mordred wird als gottloser Sünder beschrieben, der bis heute in der Hölle schmort. Wissen Sie, ob die Brüder hier geboren wurden? Sicher nicht. Beide waren umtriebige Kreuzritter im Namen der Kirche. Aber warum sie sich ausgerechnet hier in Willow Creek ein Schloss gebaut haben, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht haben sie das Land von Ungläubigen befreit. Und das Schloss war früher eine Art Bergfried, um das Gebiet zu halten. Oder sie haben das Land von der Kirche geschenkt bekommen. Als Belohnung für ihre Unterstützung bei den Kreuzzügen. Danke, Vater. Ich gucke ein. Schön. Historie. Geschichts- und Recht. Pfarrer. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Marcus und Mordred hören. Nee. Sehr gern. Marcus hat's ein dort so. Doch die Akkordats. Ich hab im Grunde. Wissen Sie, ob die Brüder. Sicher nicht. Aber war viel. Oder sie danke, haben. Vater. So. Ich glaube, das ist wichtig für ein Rätsel. Der Herr möge dich auf deinem Weg hier ist ein schöner Kelch. Ich kann mir ja ein bisschen klauen. So, wir haben doch hier unsere Liste.
Die Liste mit den Namen all derer, die im August 1981 hier bestattet wurden. Auf der Liste stehen noch Henry Stanton, Dr. Heinz Hermann, Dr. Robert Gordon, James, Victor Sebastian Valley und mein Vater Samuel Gordon. Ja. Hallo, Vater. Willkommen zurück. Ja, hier. Wollen wir wieder fragen. Kannten Sie Dr. Hermann? Ja. Er arbeitete im Leichenschauhaus, war ein vielbeschäftigter Pathologe und ein Freund der Gordons. Er steckte wohl mit dem Sanatoriumsleiter Robert Gordon unter einer Decke. Daher die Nähe zu den Gordons. Sie starben beide eines gewaltsamen Todes. Sie wurden ermordet. Und warum wurden Sie anonym bestattet? Nach Ihrem Tod hat man unangenehme Dinge über Sie herausgefunden. Nein. Was für Dinge? Es ging um schreckliche Experimente an unschuldigen Seelen. Ihre Patienten... Ach, ich möchte eigentlich nicht darüber sprechen. Auf jeden Fall, erster Teil, Black Mirror, jedenfalls kamen sie nie zur Beichte. Hermann nicht und Robert Gordon auch nicht. Sie starben als Sünder und hatten somit ihr Recht auf die letzte Ölung verwirkt. Das ist ja auch keine Katholikentode in England. Meistens. Wer war Henry Stanton? Henry... Das war der Gärtner. Der Name sagt mir etwas, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall kam er nicht von hier. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Wer könnte denn mehr wissen? Frag Mark. Der ist öfter im Dorf als ich. Wie kommt es, dass William Gordon nicht in der Familiengruft liegt? Er war ein Selbstmörder und gehörte eigentlich an die Nordwand. Aber Lady Victoria überzeugte mich davon, dass Williams Tod nicht hundertprozentig aufgeklärt werden konnte. Auch Samuel zweifelte daran, dass William sich selbst umgebracht hat. Die Art, wie William aus dem Turmfenster gefallen ist, deutete eher darauf hin, dass er hinausgestoßen wurde und nicht selbst sprang. Aber, wie gesagt, das konnte nicht aufgeklärt werden. Und so ist diese Grabstelle ein Kompromiss von dem, was Lady Victoria sich für William gewünscht hätte, und meiner Pflicht als Gemeindepfarrer. Gön. Wer ist dieser James auf der Liste? Hat er keinen Nachnamen? Naja, James. Er war William Gordons unehelicher Sohn. Er hat sich erhängt, nachdem man jahrelang Experimente im Sanatorium mit ihm durchgeführt hat. Man vermutet, dass er es war, der Robert Gordon ermordete. In was für einer Familie bin ich nur geboren? Sir Robert Gordon? Kannten Sie Robert Gordon? Oh ja, Robert. Victorias erster Sohn. Er war Leiter des Sanatoriums. Hat Victoria viel Kummer bereitet. Sie war so enttäuscht von ihm, als sie von seinen Machenschaften im Sanatorium erfahren hat. Zu seinen Lebzeiten konnte er all das geheim halten. Die letzte Ölung. Wozu war das nochmal? Und wieso kann ein Mörder sie bekommen, aber ein Selbstmörder nicht? Die letzte Ölung wäscht von den Sünden rein und sorgt dafür, dass die Seele nicht in der Hölle schmoren muss. Es bekommt sie aber nur der, der seine Sünden bereut. Wenn ein sterbender Mörder seine Taten bereut, dann kann er noch die letzte Ölung erhalten. Ein Selbstmörder kann das nicht. Deshalb landet er in der Hölle. Wie einfach das Leben doch sein kann. So. Geschichte möchte ich nicht nochmal erinnern. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Mit den guten Kerber reden. Ist jetzt weg. Was sind da jetzt? Ah, nee, bitte. Mr. Totengräber? Ja, mein Junge. Da ist ein frisches Grab vor der Kirche. Das ist von Sally, der jungen Köchin aus dem Schloss. Sie ist verbrannt, die Arme. Genau wie der alte Bates. Das Feuer hat da keinen Unterschied gemacht, ja.
Aber Bales liegt nicht hier. Lady Victoria bestand darauf, ihn wie ein Familienmitglied in der Gordon-Gruft zu bestatten. Genau wie Lady Eleanor, nehme ich an. Ja, da ist noch reichlich Platz in der Gruft. Viele von den Gordons wurden dort gar nicht bestattet. Warum nicht? Ah, da gibt's einfach zu viele Mörder und Selbstmörder. Die werden auf katholischen Friedhöfen nicht gern gesehen. Auch in England haben sich ihre eigene Ausrichtung. Was passiert mit denen? Na, die werden anonym bestattet. Und ohne kirchliche Zeremonie, ohne Glockenläuten, ohne Gebet, ohne Pfarrer, ohne alles. Noch vor Sonnenaufgang an der Nordwand. Sind das nicht Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert? Da, wo du herkommst vielleicht. Aber wir sind hier in Wormhill, Lordschaft Black Mirror Castle. Da ticken die Uhren anders, mein Junge. Na gut. Ich hab gehört, Sie kannten Henry Stanton nicht. Henry Stanton? Welcher Stanton? Ach so, Henry, der alte Saufkopf. Naja, kennen ist so viel gesagt. Er saß meistens auch gerade im Pub, wenn ich mein Feierabendbier kippte. Hat er da irgendwas erzählt? Ah ja, war nicht gerade ein Freund vieler Worte. Eher ein Freund vieler Flaschen. Soff wie ein Loch. Hing öfter mit Tom rum. Ich glaube, die hatten auch ein paar Deals am Laufen. Was genau, weiß ich nicht. Krumme Geschäfte halt. Er war Gärtner im Schloss, aber nicht sehr lange. Vielleicht ein Jahr. Dann ertrank er dort in einem Brunnen. Angeblich soll dieser Samuel dahinter stecken. Aber wenn du mich fragst, ist Henry einfach besoffen da reingekippt. Wissen Sie, was er vorher gemacht hatte? Oder wo er herkam? Keine Ahnung. Er war nicht aus der Gegend, hatte auch keine Familie. Mit einer Frau habe ich ihn auch nie gesehen. War ein einsamer Wolf. Frag doch Tom mal. Vielleicht kann der dir mehr erzählen. Nee, mit dem möchte ich nicht reden. Idee. Fast genauso gut wie Föhnen in der Badewanne. Oh, auf jeden Fall die Zeichnung vom Totengräber. Oh, nee. Soweit ich weiß, im ersten Teil war das eher so ein Wunderkerl gewesen. Das ist ja die nicht so ein schlatziger, langhaariger. Sieht anders aus als die übrigen. Woran liegt das? Da liegen die ganz armen Teufel. Die, die kein Geld für eine richtige Beerdigung hatten. Und die Verstoßenen. Die Mörder und Selbstmörder. Aha. Und die werden einfach in ein Loch geworfen und verscharrt. Ein Sarg ist schon dabei. Aber die Leiche liegt verkehrt herum drin. Bei den Selbstmördern, meine ich. Warum? Das soll den Toten daran hindern, aus dem Grab herauszufinden. Früher hat man Selbstmördern den Kopf abgeschlagen und zwischen die Beine gelegt, um sie am Rumlaufen zu hindern. Reiner Aberglaube. Als ob man einen Wiedergänger mit sowas aufhalten könnte. Na gut. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Ich hoffe, das reicht jetzt so schön, dass wir da das doofe Korb finden. Hallo? Keiner da. Ja, okay. Na ja, gut, jetzt sind wir ja wieder hier. Zaun. Der Totengräber meinte, was müssen aber verdammt große Exemplare. So, Gräber. Kirche, Ein gepflegter Friedhof ist was anderes. Die meisten Gräber sind mit Rang. Gut, dann schauen wir mal, wer hier begraben liegt. Bestattungen August 1981. William Gordon, Dr. Heinz Hermann, Victor Sebastian Valley, Henry Stanton, Dr. Robert Gordon, James, Samuel Gordon. Es sind 5 Gräber, aber 7 Namen auf der Liste. 2 zu viel. Den kleinen Vic kann ich ausschließen. Er wurde im Familiengrab der Valleys bestattet. Zudem hat er sich nicht selbst umgebracht. Mein Vater hat das getan. Williams Grab ist dort hinten, das habe ich schon gesehen. Hier liegen also Dr. Herman, Henry, Robert, James und mein Vater begraben. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wem welcher Grabstein gehört. Ach,
lasse. Ja. So. Ein verwahrlostes Grab, aber immerhin mit Bibelspruch. Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum. Wer weiß, was das heißt. Vielleicht schmor in der Hölle, du Sünder, für dich hätte Christus nicht mehr als Kreuz gepickt. Was ist denn das jetzt in Latein? Ein vollkommen ungeschmücktes Grab. Das erbärmlichste und traurigste von allen. Das könnte meinem Vater gehören. Hier steht Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber kein weiterer Hinweis. Hier liegen Blumen, zumindest Überreste davon. Da ist hier ist eine Karte. Karte dran. Hey. Voller Mutterliebe für deine Seele, voller Verachtung für deine Taten. Soviel ich weiß, hatte Samuel nur noch Victoria, seine Großmutter. Sein Grab ist da schon mal nicht. Okay, ist ja so. Das ist ja ein Herzzeichen drauf. Also, es könnte ja doch Robert gewesen sein oder Heinz Hörmann. Mutterliebe und Verachtung für deine Taten. Das könnte ja schon mal zum Robert gewesen sein. Ein Traumfänger. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ah, das ist Heinz Hörmann und das ist ja von der Traumfänger von der Psychologin. Robert Gordon. So. Henry. Hier steht Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber kein weiterer Hinweis. Ein vollkommen ungeschmücktes Grab. Das erbärmlichste und traurigste von allen. Ein verwahrlostes Grab, aber immerhin mit Bibelspruch. Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum. Wer weiß, was das heißt. Vielleicht schmor in der Hölle, du Sünder, für dich hätte Christus nicht mal ans Kreuz gepinkelt. Irgendwas in der Art. Ah, ich glaube, ja. Was ist das Ding eingebaut? Das Gibben, das Ding. So, wir haben noch Samuel Gordon James Henry. Ich glaube hier, dass James und Samuel. Henry. James Samuel. Gute Frage. Ich glaube, wir sollten dann Pfarrer fragen. Der kann doch für uns bestimmt doch alles hier in Latein übersetzen. Die Hinweise auf den Grabsteinen helfen mir nicht weiter. Frag mal hier einen Pfarrer, da müsste doch ja. Gut im Übersetzen sein. Hallo, Vater. Willkommen zurück, Adrian. Sagt Ihnen der Spruch Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi etwas? Aber natürlich. Das ist ein Spruch aus dem Johannesevangelium. Ja. Und wild. Johannes der Täufer wird von vielen selbst für den Messias gehalten. Doch er sagt, ich bin es nicht. Er kommt erst noch. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da ist er, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer. Einer, der vor mir schon gewesen ist. Johannes 1, Vers 15 bis 29. Der Sündlose hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Lobet den Herrn. Er hat seinen Sohn geopfert, um unsere Herzen zu erleichtern. Jesus Christus, unser Erlöser, ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nahm. Er ist die Erfüllung aller Opfer und das Ende aller Opfer. Ich würde sagen, das ist ja mehr James, ja. Das ist ja das Opfer gewesen. Was heißt Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum? Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das sagt Paulus. Aber bedenke, mein Sohn, dass er es direkt auf sich bezieht.
Es bedeutet nicht, dass Sterben allgemein ein Gewinn ist. Ganz und gar nicht, um Himmels Willen. Um diesen Satz richtig zu verstehen, musst du dir die Situation von Paulus genau vor Augen führen. Er war also in Gefangenschaft und... Danke, danke, ich habe davon gehört. Paulus im Gefängnis, schlimme Sache das. Ich muss jetzt aber weiter. Na wie jetzt? Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Hier sind einige Bibel. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Sagt Johannes 1, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sagt Philipper 1, 1. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Matthäus, bla bla bla. So, das war ein Sermon. Das war Robert. Ein verwahrlostes Grab, aber immerhin mit Bibelspruch. Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum. Wer weiß, was das heißt. Vielleicht schmor in der Hölle, du Sünder, für dich hätte Christus nicht mehr... Das ist ein Rivers sein, weil also ja keine Familie hier, also muss ich da auch keiner drum kümmern und da irgendwie mit so einem fetten Lateinspruch da aufkommt, das glaube ich dann eher nicht. Samuel, ach ja, wo. Hier steht Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Ein Bibelspruch plus verrottete Blumen. Hier hat sich auf jeden Fall jemand um das Grab gekümmert, aber ach, kein weiterer Hinweis. Und hier, das müsste Samuel sein. Und? Irgendwas stimmt an der Aufteilung noch nicht. Irgendwer kann mir sicher etwas über die Eigenarten der hier Begrabenen erzählen. Der Pfarrer vielleicht? Okay. Vielleicht dann auch tauschen. Jedenfalls hier bin ich mir eigentlich richtig sicher. Robert. Henry war ja... Heinz Hermann war ja der Freund von der Psychologin. Gärtner sein Grab. Samuel. Ja, James. Und? Genau, das ist es. Ah, genau. Das muss es sein. Das Grab meines Vaters. Alter, wegen Bob Blumen, du. Und hier soll also der erste Hinweis sein. Ich kann nichts finden. Entweder hier gibt es keinen Hinweis, oder er ist nicht an dieser Stelle. Nichts. Vielleicht wollte mich nur jemand verarschen. Oder die Nagel. Es bringt nichts, noch länger zu suchen. Es ist nur ein Grabstein mit einem Bibelspruch. Kein Hinweis, weit und breit. Moment mal. Der Bibelspruch. Der Bibelspruch. Vielleicht ist das ja der Hinweis. Ich sollte dem Pfarrer danach fragen. Vielleicht bedeutet er was. Moment mal. Gut. Mal zum Pfarrer. Mal den fragen hier. Was hat's denn mit dem Bibelspruch auf sich? Hallo, Vater. Adrian. Willkommen. Ich glaube, ich habe das Grab meines Vaters gefunden. Ich nehme an, du fühlst dich jetzt erleichtert. Nicht wirklich. Der Spruch Ecce Agnus Dei und so weiter steht auf dem Grab meines Vaters. Kann ich ihn vielleicht noch an einer anderen Stelle finden? Natürlich. In jeder Bibel. Nein. Und wo noch? Vielleicht in der Nähe der Kirche? Ja, in der Kirche. Sieh dich ruhig um. Ach ja, das Lamm Gottes, sagten sie. Richtig. Johannes 1, Vers 29. Na gut. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Wie sprich jetzt reingekleistert sind? Der Spruch vom Grab meines Vaters ist dabei. Das Lamm Gottes von Johannes, meinte der Pfarrer. Ha, ein Geheimfach. Ich frage mich, wer das da eingebaut hat. Und wozu? Wer weiß, wer weiß. Jetzt wird es interessant. So, der nächste Hinweis, Leute.
Wenn du nicht dasselbe Schicksal wie dein Vater erleiden willst, musst du über alles schweigen, was dir von nun an widerfährt. Niemand darf von dem Geheimnis erfahren, das am Ende deines Weges steht. Doch du stehst erst am Anfang. Und zuerst gilt es, deine Unschuld zu beweisen. Wenn du alle Aufgaben erfüllst, die ich dir stelle, dann wird niemand mehr an deiner Unschuld zweifeln. In deiner ersten Aufgabe musst du Ausschau nach Leuten halten, die Hilfe brauchen. Easy. Guter Samariter, das können wir doch. Na gut. Jetzt wissen nicht, wer das ist. Könnte ja immer noch Angelina sein, die uns da irgendwie losschickt, um ihre Plan zu machen. Bloß so. Aufgaben erfüllen? Was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist doch sicher wieder eine dieser kranken Ideen von Murray. Na gut, ich spiele mit. Vielleicht kann ich ihm ja etwas die Suppe versalzen. Jetzt ist er auch mit Murray. Seid doch mal ein bisschen dankbar. Ja. Hallo, Vater. Ja, nichts Neues. Adrian. Ich soll ja die Leute helfen. Danke für die... Der Herr mit... Geh doch mal direkt hier zum Jungen. Ja, zum Murray. Hau die mal aufs Maul. Ah, hier, wir sollen doch helfen. Wer ist denn wild in dem Spiel? Oder uns abknallt. Speichern wir mal. Ja, gut, hier, Auto. Der Kerl scheint Probleme mit seinem Auto zu haben. Vielleicht kann ich ja helfen. Hallo. Ich helfe dir. Hi, haben Sie Probleme? Hä? Na, mit dem Wagen? Was? Nee, ich friere mir hier nur zum Spaß die Eier ab. Hat denn... Scheiße, verdammt. Die Karre springt nicht mehr an. Du bist nicht zufällig Automechaniker. Nö. Nein. Dachte ich mir. Bist mehr so der theoretische Typ, ha? Ja, irgendwie schon. Ich habe 4 Semester Physik studiert. Na, jedenfalls besser als Botanik. Willst du nicht mal einen Blick drauf werfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Naja, ehrlich gesagt habe ich 2 linke Hände bei sowas. Aber wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen Hilfe aus dem Dorf holen. Bin sowieso auf dem Weg dahin. Na schön, dann geh am Pub vorbei und sag Tom Bescheid. Sag ihm, Phils Karre streikt mal wieder. Dann weiß er schon, was los ist. Ach so, Tom. Und wenn er nicht da ist? Scheiß der Bär in den Wald? Na klar ist er da. Ich will aber nicht dahin gehen. Das wird aber dauern. Vielleicht versuche ich es doch mal. Werd schon nichts kaputt machen. Ja, klasse. Von mir aus. Nur zu. Geil, nächstes Minigame. Wie alt ist denn dieser Wagen? Hier gibt's ja mehr Rost als Motor. Keine Ahnung. Bis jetzt ist er jedenfalls immer wieder angesprungen. Vermutlich war er ehrlich schon am D-Day im Einsatz. Oh, Schild hier. Kommen Sie aus Willow Creek? Wie kommst du denn da drauf? Na, weil Sie Tom kennen. Nein, ich bin nicht von hier. Hast du den Fehler schon gefunden? Nö. Nee. Wie geht's eigentlich Ralph? Ralph? Kenn ich nicht. Achso, ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht getroffen. Wieso das? Na, ich dachte, er treibt sich beim alten Anwesen rum und weil doch heute Morgen Ihr Auto dort stand. Hätte ja sein können, dass sie ihn gesehen haben. Junge. Ist eine üble Absteige, aber wahrscheinlich immer noch besser als gar kein Dach über dem Kopf. Ah, ich glaube, das muss es sein. Hier ist ein Kabel abgefallen. Zack. Ah, scheiße. Jetzt hat's uns erwischt. Scheiße. Was ist das hier? Hilfe! Hört mich jemand! Hilfe! Halt endlich die Klappe da drin! Hey, was soll das? Sind Sie irre? Lassen Sie mich sofort raus! Damit du mich an die Bullen verpfeifst? Vergiss es. Was haben Sie vor? Hilfe! Ja, Adrian. Ruhe! Hier kann dich eh keiner hören. Du bleibst hier so lange drin, bis ich weiß, was ich mit dir machen soll. Hey, wir können doch darüber reden! Ich verrate schon nichts! Ja, natürlich. Das sagen Sie alle. Was dir bequem.
Es tut mir leid, dein letzter Tag heute. Scheiße, das können Sie nicht machen! Du hast ja keine Ahnung, was ich alles kann. Viel Spaß noch. Ich hab noch was zu erledigen. Warten Sie! Hey! Fuck! Wenn ich mir nicht ganz schnell etwas einfallen lasse, um hier rauszukommen, bringt mich der Kerl noch um. Verdammt, Mordred. Jetzt könntest du mir ausnahmsweise mal helfen. Ich bin umgeben von kalten Metallwänden. Wie in einem Sarg. Ich glaube, wir sind hier in der Schublade, hier in der Leichenhalle drin. Ich kann ein paar Löcher erkennen, aber mehr auch nicht. Das scheint eine Art Tür zu sein. Irgendwas blockiert die Tür von außen. Ich kann sie nicht öffnen. Na, sorry. Aber sie scheint nicht sonderlich dick zu sein. Rostig ist sie auch. Hier bröckelt es überall. Okay, Fußteil. Auf Ende. Hier ist eine... aus Metall. Die ist wirklich komplett durchgerostet. Ich komme so raus. Mist, hier ist irgendwas. Es lässt sich hin und her schieben. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo ich mich befinde. Das muss eine von diesen Kühlkammern sein. Ja, ja, wir sind ja noch Kühlkammer drin. Dann ist das da oben so eine Bahre, die man rausziehen kann. Zieh mal. Wenn diese verdammte Bahre nicht so verdammt glatt wäre, könnte ich vielleicht genug Kraft aufwenden, um sie durch die verdammte Tür zu rammen. Ich bastel mir einfach meinen eigenen Griff. Igitt. Widerlich. Was ist das für ein Gestank? Ich muss hier schleunigst raus. Okay. Und jetzt mit aller Kraft. Endlich. Und jetzt raus hier. Irgendwie hat sich meine Situation nicht merklich verbessert. Bisschen besser ist es ja schön, du. Speichern. So. Kühlfächer. Hier. Ich kann kaum was erkennen. Ich sollte erstmal das Licht einschalten. Hier muss doch irgendwo der Lichtschalter sein. Der war es nicht. Huch, das war ja einfach. Wo habe ich denn zuerst drauf gedrückt? Oh, ups. Das sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Aber anscheinend ist sie kaputt. Hallo, Ralph. Scheint bist du da draußen? Kann ich das signieren oder so? Ich irgendwas. Nee. Leinwand. Eine alte, vergilbte Leinwand. Schön. Hier Projektor, ja. Kannst du jetzt hier irgendwie Filme angucken? Wie geht? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Es riecht furchtbar. Eine blutige Grillzange? Auf so einem Tisch seziert man normalerweise Leichen. Normalerweise. Na, jetzt nie mehr. Tja, Kamerastativ, die machen hier irgendwelche Filme. Filmchen machen die hier. Kein Türgriff. Richtig. Oh. Ich versuche es gar nicht. Filme. Erst. Ich habe gehört, wie Phil abgeschlossen hat. Das Blut sieht noch relativ frisch aus. Da haben sie hier einen Reif angebracht, oder was? Medizinische Werkzeuge, wie man sie aus Krankenhäusern kennt. Und aus Leichenhallen. Die meisten davon sind verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Nur diese Pfeile hier sieht noch brauchbar aus.
Außerdem lernt schon jedes Kind aus Comics, dass man mit einer Feile aus einem Gefängnis ausbrechen kann. Auf jeden Fall. Küchentüch. Mhm. So. Akten. Sorry. Genauer gesagt, Krankenakten. Was haben die denn hier verloren? James Gordon. Der war doch Patient im alten Sanatorium. Dann sind das die Krankenakten von dort? Okay. Hier sind Totenscheine drin. Mehrere. Ausgestellt von Dr. Heinz Hermann auf James Gordon und auf verschiedene Todesursachen. Einmal Herzinfarkt, einmal Freitod. Alle ohne Datum. Ralph Thompson. Geboren am 3.3.1960. Diagnose wahnhafte Schizophrenie, therapieresistente Depression mit Suizidalität. Medikation Stufe 4. Kombinationsschocktherapie. In Klammern Elektrokrampftherapie und Insulinschocktherapie. Armer Ralph. Kein Wunder, dass er verrückt ist. Ja. Und hier ein Totenschein von Ralph. Ausgestellt von Dr. Hermann. Tod durch Genickbruch infolge Selbststrangulation, diesmal mit Datum 1.9.1981. Ralphs Tod war also schon geplant gewesen. Diese Schweine. Wären sie im August 81 nicht selbst draufgegangen, wäre Ralph jetzt tot. Unfassbar. Der Rest ist uninteressant. Die Leute sagen mir alle nichts. Ja, gut. Was haben wir denn hier Feines? Oh, schönes Hackbeilchen. Ein Hackbeil. Wie man es eher bei einem Metzger vermuten würde. Bei einem widerlichen Metzger. Metallkiste. Solche Metallkisten nutzt man meistens als Geldkassette. Diese hier hat ein Zahlenschloss. Da brauche ich gar nicht erst rumzuprobieren. Es würde zu lange... Ja... Medizinische Bücher. Nummer? Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Aufbau und Funktion des zentralen Nervensystems. Ich glaube nicht, dass Phil damit für die Gehirnchirurgenprüfung büffelt. Filterlose Zigaretten. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kann ich wenigstens mit dem Rauchen anfangen. Was ist drauf geschrieben? Kill me? Filterlose Zigaretten. Total trocken. Wenn ich eine anzünden würde, würde sie... Mit? Sagt er? Filterlose... Wenn ich eine anzünden würde, würde sie bestimmt von selbst runterbrennen, ohne dass ich auch nur ein einziges Mal dran ziehen könnte. Hier. Ein Fläschchen. Riechsalz. Okay. Nichts mehr drin. Schade. Chemie in der praktischen Anwendung. Ein ganz schöner Schinken. Könnte sich als nützliches Nachschlagewerk erweisen. Ein wunderbares Werkzeug. So klein. Oh, und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Unten nichts. Ja, hier, da, ja. Bunsenbrenner. Mach mal an, das Ding. Ein funktionierender Bunsenbrenner. Ich will nicht das ganze Gas verschwenden. Soll ich jetzt die Karte hier irgendwie... Ein Chemiebuch von 19... Was? Ein Chemiebuch von 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. 1972, ja. Das Nummer. Keine Chance. Die Kiste ist mit einem... Aber irgendwas. Die Kiste ist ungefähr 30 cm breit, 20 tief und 10 hoch. Das hilft mir nur leider nicht weiter. Das ist schon mal geil gemacht. Okay. Das ist halt einfach nur mal ausmisst. Ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen sollte. Das würde viel zu lange dauern. Okay. Warte doch.
Maggie. Ja, hier haben wir zurück. Schublade. Ein leeres Fläschchen riecht. Oh, okay. Wir gehen mal wieder raus. Suchen noch mal den Rest des Raumes ab. Ein Kassettenrekorder. Ob er noch funktioniert, weiß ich nicht. Das Netzkabel hat zumindest keinen Stecker mehr. Recht unpraktisch, so ein Knochengerüst. Was soll ich damit? Huch, der Schädel scheint nicht fest zu sein. Genau das, was wir brauchen. Jupp, der ist lose. Also her damit. Besser zwei Köpfe als gar keinen. Lässe. Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Ja, so sammeln wir erstmal die ganzen Krümpe ein und dann machen wir MacGyver-mäßig nur da irgendwelche Sachen zusammensetzen, damit es funktioniert. Ein Stuhl mit Arm- und Beinfesseln. Könnte aus einem alten Sanatorium stammen. Kühlfächer, wie man sie aus der Pathologie kennt. Könnte mal ein Leichenschauhaus gewesen sein. Zum Glück funktionieren die Dinger nicht mehr, sonst wäre ich vermutlich erfroren. Ja, erfroren, nee. Wir haben ja keine Kühlung an. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss. Ah, hier haben wir gleich einen Sack. Ich weiß, ist bestimmt keine gute Idee, da reinzuschauen. Stinkt wie die Pest. Schön. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wer oder was da drin vergammelt. Was? Oh no! Oh, darauf hätte ich verzichten können. Und da bin ich rausgeklettert. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Okay. Da drin liegt eine stark... was ist denn hier drin? Das Fach ist auch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und hier gibt es auch Luftlöcher, wie an meinem Fach. Scheiße. Da ist jemand drin. Ich höre wen atmen. Hallo? Hallo? Jemand da drin? Können Sie mich hören? Ich glaube, es ist der Ralf. Der immer da drin ist. Einen tiefen Schlaf hat er. Keine Chance, ihn aufzuwecken. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden. Na gut. Haben wir ja schon mal so einen. Jemanden, den wir nützen können, ja, als Kompagnon. Ein uralter Filmprojektor. Bin gespannt, ob der noch funktioniert. Solange ich keine Filmrolle eingelegt habe, ist das Ding nichts anderes als eine weitere Lampe. So. Haben wir da vielleicht irgendwas zum Dackeln mit dem Ding? Yep. Wir haben doch unsere Pfeile. Vielleicht können wir da ja das Vorhängeschloss. Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Und die Zeit habe ich nicht. Junge, immer nur am Meckern. Okay, haben wir noch was anderes, zum das Vorhängeschloss von den anderen Dingen aufzumachen. Wir müssen da irgendwas finden, dass wir da die Kiste aufmachen können. Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Das Kabel? Ich muss jetzt hier irgendwie Kabel wegnehmen. Das Kabel hängt da recht. Ich muss abschneiden. So, haben wir hier irgendwas zum Interagieren? Ah, hier. Kabel ab. Schnipp, schnapp. Prima. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Ah, ein paar Drähte. Kann ich auch vielleicht irgendwie
Kann ich jetzt vielleicht Drähte nehmen? Ein paar Drähte aus... Kamerazubehör. Diverse Gerätschaften für Film und Fotografie. Das hier sieht aus wie ein Aufsatz für eine Kamera. Was das wohl ist? Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ja, ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Mhm. Leinwand. Oh. Ja, Farbfilter. Mach das mal rein. Ich habe den Farbfilter vorne am Projektor montiert. Jetzt kann man sich Filme in bunten Farben ansehen. Geil. Sehen wir jetzt sowas? Können wir das Ding anschalten? Solange ich keine Filmrolle eingelegt habe. Weil es wichtig ist, da geht das Ding ja nicht kaputt. Also von daher. Ich muss da irgendwas davor halten und kriegen da eine Nummer für das Schloss hier. Nichts mehr. Leute. Hier ist nichts, da ist nichts. Ja gut, hier Bunsenbrenner. Was können wir denn da mit dem Bunsenbrenner benutzen? Ich will nicht das ganze Gas verschwenden. Okay. Feuerzeug. Was haben wir denn sonst noch? Ein Chemiebuch von 1902. Ja, ist gut. Ja. Du, der will da nicht. Richtig. Jet. Habt ihr eine Ahnung, was wir machen könnten? Vielleicht ist da was im Schädel drin. Ein menschlicher Schädel. Ist was? Da drin klappert was. Entweder ist ihm das Gehirn vertrocknet. Die Filmrolle, Leute. Oder jemand hat den Schädel als Versteck benutzt. Für eine Filmrolle. Na dann, los geht's. Uns erstmal ein Filmchen an, Leute. Gut, dass ich in der Schule früher immer die Filme einlegen musste. Ganz so einfach ist das nämlich nicht. Nu? Dann schauen wir mal, was auf diesem Film drauf ist. Geil. Ein Berg.
Warte mal, hier war doch was. Wo wird's? Was sind die Scheiße denn schon wieder vorstellen? Ich sehe hier jetzt irgendwie eine Nummer oder so. Ja. Aber wir sind ja nur so ein Kackberg, also mit euer. So, Leute. Dieser Film ist so unglaublich belanglos, dass es einfach einen Grund geben muss, ihn im Skelettschädel zu verstecken. Ich sollte die Leinwand zuerst. Okay, Leinwand hier und so. Ich sehe mir den Film nochmal an. Ja, ich habe das schon gesehen, dass das irgendwie was mit den Vorfeldern zu tun hat, aber die sind ja aus meinem Inventar raus. Ein Einzelbild im Film ist nicht wie die anderen. Dort muss ein Hinweis versteckt sein. Ah, ja. Wenn ich da hier auf die Vorfelder gucke, ist ja nichts. Kann ich hier nochmal irgendwas umstellen? S-Klick, passiert nichts. Ich kann den auswählen und dann passiert da nichts. Jo, okay, Sticker. Irgend noch was anderes. Ja, Chat, ich habe an den Farbbilder auch an den Farbbilder gedacht, aber den habe ich ja schon kombiniert mit den Dingen. Und jetzt kann ich halt nicht weitere Sachen mit den Dingen anstellen. Oh. Ich versuche dann nochmal das entsprechende Ding oder die entsprechenden Frame rauszukriegen. Vielleicht habe ich da einen falschen erwischt. Mal rückwärts. Ah, hier sind die Farbfilter. Das sollte da wieder dringend wissen. Zurück. Ah, 218. Na gut.
Das wird ja für die Kuh sein. Ein Einzelbild im Film ist nicht wie die anderen. Dort muss ein Hinweis versteckt sein. So. Da brauche ich gar nicht erst rumzuprobieren. Was wird denn das schon wieder? Come on. Aber hier dann sowas auch zu erklären, sowas wie hier, da hast du ja. Ja, hier, 218. Ah, 2180. Aha. 2180. Eine 4 dieser Fell ist ein richtiges, keine schlechte Idee. 2180. Wenn die Zahlen auf dem Film die Kombination. So. Ein Briefumschlag. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Mal sehen. Wie ich bereits sagte, kann ich mit dem Foto nichts anfangen. Die Betreffende hat das Dorf anscheinend verlassen und ist somit für mich nicht mehr von Interesse. Sie haben mir bereits zu viel Geld für die Feuerbilder abgeknöpft. Schluss damit. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Nach meinem Erkenntnisstand wird der Feuerteufel im Laufe der Woche freigelassen. Er ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit wieder hochgehen kann. Vielleicht können wir dabei ja auch ein bisschen nachhelfen. Überwachen Sie ihn. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ich will alles, was er tut, dokumentiert haben. Weitere Anweisungen folgen. M. Murray! Das wird ja unser Murray gewesen sein. M? M? Das kann nur Murray sein. Diesem ist wohl jedes Mittel recht. Das wird Konsequenzen haben. Ich muss ja einiges ertragen, aber das geht wirklich zu weit. So. Ist da noch was anderes drin? Der Kiste. Ich dachte, da ist nur eine Schlüssel drin oder so ein Spaß, ne? Nee. Hm. 2180, vielleicht komme ich da die Tür raus oder so. Kein Türgriff. Nur ein Schlüsselloch. Ich versuche es gar nicht erst. Ich habe gehört, wie viel abgeschlossen. Nichts. Scheint. Ich hab da ein bisschen mehr erwartet als nur so ein scheiß Brief. Schlüssel, um da hier so einen Kompagnon rauszuholen. Tja. Hier noch irgendwas finden. Hm. Scheiß Dinger aus. Da drin liegt eine stark verweste Lampe. Da drin liegt eine stark. Das kombinieren mit der stark verwesten Leiche. Ja. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne. Kombinieren mit dem Draht. Hier. Ich da hier mit dem. Ich weiß ja nicht, wie ich da einen Draht kombinieren kann mit der Gegensprechanlage, dass das Ding auf einmal funktioniert. Wenn ich Kopierer reparieren kann, dann ist so eine Gegensprechanlage ein Kinderspiel. Ja, ja. Das Mysterium des Kopierers. Na bitte, ich hab's doch gesagt. Jetzt kann ich theoretisch Phil runterlocken. Ich speichere mal. Dann steche ich mir ein Skalpell ab, oder was? Damit könnte ich Phil rufen. Aber ich sollte vorher einen Plan haben, was ich mit ihm mache, wenn er wirklich hier erscheint. Na, wie schon gesagt, mit dem Skalpell abstechen. Ja, ja.
blende den. Und dann hau ich den mit den Knochen, den ich hab auf den Kopf. Ja, nicht hier oben sofort das Gitter da irgendwie ausleuchten. Du weißt doch da sofort, dass da irgendwas faul ist. Mal speichern hier. Ja. Muss sicher gehen, Leute. So, jetzt. Okay, es kann losgehen. Jetzt mit unserem zack. Verdammt, da habe ich wohl die Drähte falsch angeschlossen. Aber das sollte... Ich höre Schritte. Was soll die Scheiße? Mach das Licht aus! Stechen ab. Doch, Oberschenkelknochen. Du bist ja ein Knacher. Der ist erstmal ausgenockt. Aber das hier sollte ich besser an mich nehmen. Sicher ist sicher. Oh yeah! Eine abgesägte Schrotflinte, ideal für blinde Schützen. Mit dieser Flinte zersiebt man eine Kuh auf 10 Meter. So. Nochmal auf Nummer sicher gehen, ja. Oh, jetzt hier erstmal ein Fil exekutieren. Nein, das hat er nicht verdient. Scheiße, komm. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel, jetzt können wir ja auch so den anderen befreien. Dieser Schlüssel passt. Oh nein, das ist Ralph. Verdammt, was hat Phil mit ihm gemacht? Sein Gesicht, sein Oberkörper mit Schnitten übersät und der Rest auch. Überall klebt getrocknetes Blut. Dieser miese Bastard, Phil. Dafür wird er bezahlen. Ralph? Ralph! Keine Chance. Ralph scheint mich nicht zu hören. Anscheinend wurde er mit irgendwas betäubt. Ich muss versuchen, ihn aufzuwecken. Ja, wir haben doch hier Riechsalz. Fläschchen. Gute Idee, aber die Flasche ist leer. Damit bekomme ich Ralph sicher nicht wach. Unsere Kühltruhe. Da drin liegt eine stark... Ja, dann machen wir hier unsere Fläschchen voll mit Verwesung. So viel. Der ist erstmal ausgenockt. Erstmal ausgenockt. Ja, dann kriegen wir jetzt nicht mal... Ja, wir können doch hier mal... Einfach mal... versuchen, ob wir da irgendwas in unserem Inventar haben, das wir verbinden können oder so mit ihm. Das geht nicht. Wir schneiden den einfach mit unserem Skalpell noch mal ein bisschen ein und dann wird er schon aufwachen. Ja. Das Medikament, das mir Dr. Winterbuck. Okay. Jetzt fängt er wieder an, das scheiß Ding zu lesen. Na klasse. Nee. Damit hat sie mich offiziell für verrückt erklärt. Okay. Filterlose Zigarette. Wenn ich eine anzünden würde, würde sie bestimmt. Mich hier irgendwas. Ich soll erstmal hochgehen. Vielleicht finde ich oben irgendwas. Geil, sogar Fernsehen. Der hat ein Leben. Sag ich dir. Und ein Computer. Wasser. Eine leere Plastikflasche. Irgendetwas sagt mir, dass ich die noch brauchen werde. Mhm. Gute Idee. Ich spiele hier Computerspiele, bis Phil wieder zu sich kommt und mich dann K.O. schlägt. Top Idee. Nein, ich sollte mich erst um die Dinge im Keller kümmern. Hm, genau wie in meinen Studentenzeiten. Hier steht, wenn du Idiot mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Reingehen wieder ein. Hier steht,
Gute Idee. Ich spiele hier Computer. Eine Diskette. Was da wohl drauf ist? Kein Plan. Oder, ja. Diskette, gute Computer. Idee. Ich spiele hier Computer. Rümpel. Jede Menge Gerümpel. Es liegen sogar ein paar original verpackte Videokassetten dabei. Die machen ja wirklich irgendwelche Schnitzel-Videos. Da führt kein Weg hoch. Auch wenn es schick aussieht, ich wüsste momentan nicht, wozu ich ein Hirschgeweih brauchen könnte. Auch wenn es schick aussieht. Irgendwas kann ich damit machen. Zersplittert. Kein Wunder bei Phils Visage. Redet über den, wie es sein bester Freund. Ah, hier, Phil und... Seltsame Befestigung für ein Kabel. Sieht aus wie ein riesiges Hufeisen. Mhm. Kein Wunder, dass Phils Gehirn aufgeweicht ist. Hier scheint es reinzuregnen. Ja, guck an. Was ist das noch hier? Bett? Vitrine? Die Vitrine scheint Phil nie angerührt zu haben. Kein Wunder, hier stehen auch nur Bücher und... Ein Glaskolben. Sowas benutzt man hauptsächlich in der Chemie. Okay, jetzt können wir unser eigenes Crystal Meth kochen. Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Ein Haufen Schrott. Falls ich mal etwas davon brauche... Okay... Phils Porno-Fernsehsessel. Den fasse ich bestimmt nicht an. Ja, weiß ja ganz genau, was da losgeht. Werbung für Telefonsex-Hotlines. Dieser Phil ist wirklich erbärmlich. Ja. Ich mach den Mist aus. So interessant gewesen. Der Fernseher ist aus. Darunter sind mehrere unterschiedliche Videorekorder angeschlossen. Der Fernseher ist aus. Okay, wenn wir da... Die Diskette, das klappt ja eh nicht. Elektroschrott. Was verlangt denn das Spiel von uns nun? Tür. Ich habe im Keller noch etwas zu erledigen. Ah ja, Hirschkopf. Jetzt muss ich mir den Hirschkopf anstellen. Hirsche ja. Hier. Eine. Hier steht Irgue. Der Rest ist leider nicht mehr. Na ja, gut, ja. Das wäre nicht, das wäre nicht. Ist halt auch irgendwas kochen unten auf dem Bunsenbrenner. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Das kann ich mir so vorstellen. Ah, hier Schublade. Schubladen voll mit Elektroschrott. Das hier unten sieht mir aber etwas seltsam aus. Da führen Kabel unter den Schrank. Okay. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Das ist allerdings merkwürdig. Darum kann ich mich später kümmern. Mhm. Was will denn hier? Nochmal hoch. Was ist denn hier? Ich dachte, hier irgendwo hier an der Kiste ist irgendwas. Ja, gut. So, Bunsenbrenner. Plastikflasche. Ein Chemiebuch von Neu. Was wollen die denn von uns nur, dass wir da zusammenkochen? Ja, Tabak. Das Kolben. Ein klassischer Glaskolben aus dem Erbe von Dr. Heinz Leichenschen. Ja, immer so negativ zu den Leuten. Das Samuel, müsste sein. Ah, wir können ja hier Wasser holen. Stimmt ja. Projektor, Leinwand.
Ich sollte die Leinwand zuerst runter. Ich weiß nicht, was das machen soll, aber ich mach das einfach mal. Jetzt brennt der Bunsen. Ja, das Ding ist ja leer. Was soll ich denn da machen? Ich muss ja irgendwas kochen. Gibt's hier irgendwas? Ja, einfach Leiche. Ja, Ralf. Phil hat ihn wohl mit irgendwas betäubt. Irgendwas betäubt. Ja. Da drin liegt eine stark verweste. Okay. Oder irgendwie. Irgendwas machen? Ein klassischer Glas. Naja, gut. Gehen wir nochmal hoch, vielleicht ist hier noch irgendwas. Was ich nicht gesehen habe. Elektroschrott. Ah, ja. Tja, abgeschlossen. Auch ein Schlüssel von dem, oder? Ja. Schublade. Du Heilige! Was sind da drin? Noch mehr Waffen. Eine Pistole, jede Menge Munition und... Geil! Messer. Billige Messer. Die billigsten und hässlichsten weit und breit. Aber eine Schusswaffe könnte vielleicht nützlich für mich sein. Geil! Was mache ich denn hier? Habe ich den Verstand verloren? Ich kann doch nicht mit einer Pistole rumlaufen. Aber ich will sie auch nicht hier lassen. Ich muss das Ding irgendwo entsorgen. Die Munition stecke ich auch ein. Aber hier liegt noch mehr. Eine Halskette. Sieht wertvoll aus. Bestimmt geklaut. Die nehme ich mit als Entschädigung für die ganze Scheiße hier. Phil wird es verschmerzen können. Okay. Menü. Phils Pistole. Sie ist schwarz und man kann damit töten. Munition steht drauf. 9 mm. Ich nehme an, damit füttert man Pistolen. Adrian, du bist Amerikaner. Richtiges Kaliber. Aber ich will nicht mit einer geladenen Waffe durch die Gegend rennen, sondern sie lieber schnell wieder loswerden. Die Leute wollen dich die ganze Zeit töten. Du musst aufmunitionieren. So geht es nicht. Kette. Irgendwas mit dem scheiß Hirschkopf machen. Ich sammle hier Scheiße ein. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen anstellen soll. Passwort, wenn du reinkommst, siehst du es. Auch wenn es schick aussieht. Hier steht, wenn du Idiot mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Rein. Okay. Gute Idee. Gute Idee. Die Floppy Disk. Ich spiele hier. Komm. Brauch nicht so viel Scheiße. Wir müssen den fesseln oder so, Phil. Abknallen ist einfacher, aber das will er ja nicht. Wir haben Waffen ohne Ende. So können wir jetzt irgendwie. Sich Munition öffnen. So, ja. Mit dem Skalpell bekomme ich die Munition nicht auf. So etwas wie eine Zange wäre gut. Soll ich jetzt eine Zange herkriegen? Leute, könnt ihr mir helfen? Zange. Ah, hier. Ja, aber doch eine Grillzange. Oh, irgendwas entzünden.
Sinn Phil an. Nein, das hat er nicht verdient. Okay. Ich hab stechen will Uni. Knallen geht Uni. Spaßverderber. Darren, kannst du nur hier irgendwas machen? I'm sorry. In diesem Fach hatte Phil mich ein. Ich will sie mein Fach aufschließen. Ralph. Ja, jo. Das ging ja wohl nicht. So, das Spiel will ja so ein bisschen, das wird irgendwas da kochen auf den Ding. Oh, was? Wir haben da unser Chemiebuch. Ein Chemiebuch von 1972. Ah, oh. Vielleicht ja trotzdem nützen. Was sollen wir denn da machen? Hirschkopf. Das abschneiden. Aber wie schon gesagt, ich habe schon gedacht, so irgendwie, dass wir das Gehirn von diesen Hirsch da irgendwie gebrauchen könnten, um da irgendwie Riechsalz zu machen. Warte. Chemiebuch muss Fläschchen benutzen. Was für Fläschchen? Mal sehen, vielleicht finde ich einen Hinweis über die Zusammensetzung. Tatsache, da steht was. Geriebenes Hirschhornmehl erhitzen, genau. Blablabla, kristallisiert sich zum sogenannten Riechsalz. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwie an den Hörner irgendwas ankriegt. Was soll jemand denken? Gott, verdammte Scheiße. Ich hatte es noch irgendwie im Kopf, dass es da irgendwas gibt. Das Hirschschwanzsalz. Die wichtigste Zutat für mein Riechsalz? Ich hab's ja schon probiert, mit einem Pfeil da irgendwie am Gehirn da rumzubasteln. Sorry, Bambi. Tut auch bestimmt nicht mehr weh. So. Jetzt hab ich. Geh mal runter. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt anzünden. Den besten Feuerzeug überhaupt. So. Boah, das riecht verdammt penetrant. Ich fülle es in das Riechsalzfläschchen. Ist ja im ganzen Raum stinken, oder? Müsste ja jeder. Damit wird sich Ralph auf jeden Fall aufwecken lassen. Das Buch lasse ich hier. So, speichern. So. Ich sag's Ralph. Wecken wir den mal auf. Meine Freunde. Was? Wo? Das ist nicht Ralphs Hütte! Das ist nicht Ralphs Hütte! Geh weg! Geh weg! Ralph! Lass Ralph, alles okay! Hey, alles okay, Ralph! Mr. Bobby! Wo bist du? Mr. Bobby! Ralph! Oh, no. Ganz ruhig! Psst. Ralph, ich bin's, Darren! Alles okay! Notze! Ja, nimm dein scheiß Mr. Bobby. Schrei nicht so rum. Hier, da ist Mr. Bobby. Siehst du? Alles okay. Was war denn das schon wieder? Wow. Ralph ist gerannt, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Den sehe ich wohl so schnell nicht wieder. Ich glaube, mehr gibt es hier unten nicht zu tun. Zeit, sich um Phil zu kümmern. Schrotflinte.
Jetzt geht's los. Ach ja, den können wir doch irgendwie. Ich glaube, er kommt langsam wieder zu sich. Aber du. Piu, piu. Nein, das hat er nicht verdient. Ich glaube, er kommt langsam. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Kommt langsam zu sich. Ich soll abhauen. Ich ihn am besten im Keller einsperren, wie er es mit mir gemacht hat. Tür. Nee, du sollst die Tür zumachen. Ich glaube, er kommt langsam. Ja. In diesem Fach hat der Film. Er spart ihn doch einfach hier wieder ein, du. Ich glaube, er kommt. Zünd ihn an. Irgendwie nee. Du sollst ihn bedrohen und ihn erstmal ausfragen. Was geht denn hier los? Nein. So, hier. Bummte. Ruhe. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Schlüssel mit Tür, ihr seid wieder so schlau. Darum kann ich mich später. Das ist doch hier unten hier. Hier unten habt ihr ja hier diesen Folterstuhl, dass wir den da erstmal anfesseln und dann irgendwas machen. Schlüssel mit Tür, ja. Bin da wieder mal zu dämlich. Also wenn, sollte ich die Tür von der anderen Seite aus abschließen. Ah, jetzt erstmal hochgehen, dann. Na, gut, machen wir das mal. So. Danke, lieber Chat. So. Den bin ich erstmal los. Gerade noch rechtzeitig. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Aber wie bekommen? Kriege ich das Ding auf? Jetzt kann ich ja Space Invader spielen. Ich will erst wissen, was auf dem PC drauf ist. Ach, war ja klar. Ich brauche das BIOS-Passwort. Was brauchst du das BIOS-Passwort? Boah. Ist draußen an der Türstand. Denk nach, Darren, denk nach. Was brauch ich hier? Hier steht Irgue. Irgue. Ja. Ja. Das war's auch nicht. Es muss irgendwas mit diesem Gebäude zu tun haben. Okay, dann morgen. Wo ist denn Sam? Geschrieben. Morg, das war das richtige Passwort. Dann schauen wir mal, was sich mit dem PC hier so anstellen lässt. Das klingt interessant. Unlock Exe. Starten wir das mal. Eins für Kellertür. Nee, lieber nicht. Zwei für Lager. Lager? Das nehme ich.
Das kam aus Richtung des Schranks. Hier hat etwas geklackt. Mal schauen. Was hat denn da hier drin? Videokassetten. Da war eine Art elektronisches Schloss dran, das sich fernsteuern lässt. Anscheinend ist das hier Phils Schatzkammer. Was sind das schon wieder? Videokassetten. Ganz genau, wie ich gedacht habe. Eine Liste mit Geldbeträgen. Die Bücherschnalle 200 Pfund. Die Fremde 500 Pfund. Der vorlaute Ami 100 Pfund, 2500 Pfund, 300 Pfund. M&M, like Murray. Okay. Ich glaube, mit Ami bin ich gemeint. Was soll das sein? So eine Art Kopfgeld? Hat mich Phil deshalb eingesperrt, weil er Geld dafür bekommt? Hinter den Geldbeträgen steht jeweils ein M und ein Haken. Außer bei der Fremden. Und was haben wir hier? Betamax Videokassetten. Seltsames Format. Was steht hier? Ralph, Sommer 1990? So, schauen wir mal. Sind das Urlaubsvideos von Ralph? Bevor er verrückt wurde? Oder, hä? Aber warum wurden sie hier versteckt? Schauen wir doch mal. Noch? James, August bis Oktober 1979. Und noch ältere, aber auch neueren Datums. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich nehme mir nur die Ralph-Kassette mit. Ich will wissen, was da drauf ist. Nicke. Hier ist auch ein Betamax-Rekorder an. Dann wollen wir doch mal sehen, was auf der Videokassette drauf ist. Genau. Was ist das? Da sitzt Ralph. Gefesselt auf einen Stuhl. Geil. Das ist hier im Keller. Was war... Das ist ein Foltervideo. Mehr muss ich nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was auf den anderen Videos noch drauf ist. Speichern wir mal. Und dann ab zur Polizei. Müsste ja schon das Kapitel rum sein, würde ich sagen. Wir haben ja noch Elektroschrott. Ein Haufen Schrott. Falls ich mal etwas davon brauchen soll. Ein Müllcontainer mit einem Schloss dran. Haben doch einen Schlüssel hier. Mal sehen, ob Phil auch einen Schlüssel hierfür hat. Na, wer sagt's denn? Der hier ist es. So, was haben wir denn hier? Puh, nur ein Haufen Asche. Keine Leichen. Jedenfalls nicht in der üblichen Form. Und da steckt noch was anderes. Was ist denn das? Eine kleine Papprolle. Die muss Phil erst vor kurzem entsorgt haben. Sieht eigentlich ganz nützlich aus. Und was haben wir hier? Ein gusseisernes M. Ich vermute, das stammt ursprünglich vom Schriftzug über der Haustür. Da ist nichts mehr drin, was ich mitnehme. Zu. Ich würde sagen, abholen, also das zulässt. Ich bin wegen Brandstiftung und Mordes verdächtigt und nur auf Kaution draußen. Da latsche ich doch nicht mit einer Schusswaffe durch die Gegend. Die sollte ich irgendwo verstecken. Da ist eine Beule in der Motorhaube. Könnte von meinem Kopf sein. Da ist eine Beule in der Motor. Das Auto scheint wieder zu funktionieren. Das Auto scheint wieder. Müllcontainer. Die ganzen Waffen ins Rücken, oder was? Schließen wir dann wieder zu. Wenn wir was brauchen, kriegen wir es doch. Ich sag mal, Junge. Black Mirror 3, das wird ja so ein GTA-Simulator und dann knallen wir die ganzen Leute ab. Da wäre die Schrotflinte erstmal sicher. Ja. Die andere Waffe entsorge ich gleich mit.
Das wäre erledigt. Mülltonne. Jetzt sollte ich Murray mal etwas auf den Zahn fühlen. Oh. Murray. So, haut einfach durch. Es gibt ein paar Maul. Ah, Mr. Michaels. Hatten Sie einen angenehmen Tag? Ja, cool. Mr. Michaels, von mir. Wieso nennen Sie mich nicht Mr. Feuerteufel? Ich weiß, dass Sie mich gern so bezeichnen. Ich weiß auch, dass Sie mich überwachen lassen. Dass Sie einen perversen Waffennarr auf mich angesetzt haben, der eine Menge Leichen im Keller hat. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mr. Michaels. Geht es Ihnen nicht gut? Sie wirken ein klein wenig angespannt. So werden Sie auch gleich wirken. Ich habe nämlich dummerweise einen Brief gefunden, der alles belegt, von Ihnen selbst geschrieben, an einen gewissen Phil. Sie sitzen ganz schön in der Scheiße, wenn ich damit zur Polizei gehe. Also gut, Mr. Michaels. Ich kann auch anders. Wie Sie diesem Brief wahrscheinlich schon entnommen haben, bin ich im Besitz einiger für Sie äußerst brisanter Fotos, für die ich sehr viel Geld bezahlt habe. Wollen Sie wissen, was darauf zu sehen ist? Was soll darauf schon zu sehen sein? Ich bin vollkommen unschuldig. Sie, Mr. Michaels, sind darauf zu sehen. Sie, wie Sie aus dem brennenden Schloss stürmen. Hatten Sie nicht zu Protokoll gegeben, dass Sie am Tag des Brandes gar nicht im Schloss waren? Ach so. Was wohl der Richter dazu sagen würde? Ich befürchte fast, das wäre Ihr Todesurteil. Und stellen Sie sich vor, ich könnte selbst daraus noch Profit schlagen. Mutiger Hotelier überführt Brandstifter. Ich habe Sie in der Hand, Mr. Michael. Damit kommen Sie nicht durch. Ich werde Sie wegen Erpressung anzeigen. Anzeige ist raus. Ein armer Spinner aus Amerika kommt nach England, bringt ein halbes Dutzend Leute um und beschuldigt danach einen ehrbaren Hotelier der Erpressung. Wachen Sie auf! Sie stehen ganz weit unten. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann bleiben Sie zumindest am Leben. Wir werden sehen, wer hier am Leben bleibt. Du Wurm! Verdammt! Das brennt! Ich wollte ihn umbringen. Ich wollte ihn wirklich umbringen. Zum Glück hat er die Waffen weggeschlossen, ansonsten würde er die Leute alle hier abschneiden. Ich hatte keine Skrupel, es hatte etwas Befreiendes. Was ist los mit mir? Das bin nicht ich! Erst diese Visionen und jetzt wird es zur Realität. Das ist nicht gut, Adrian. Das ist überhaupt nicht gut. Die Medikamente. Ich sollte sie öfter nehmen. Okay, ganz ruhig. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Murray hat mich gereizt. Da kann man schon mal ausflippen. Es ist ganz natürlich. Nichts Besonderes. Passiert jedem mal. Kommt in den besten Familien vor. Nein! Es kommt ganz besonders oft in meiner Familie vor. Es ist dieser beschissene Fluch oder was auch immer. Da helfen auch diese verdammten Pillen nicht. Oder doch? Das ist die Frage. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Victoria könnte mir vielleicht helfen. Sie weiß doch alles über unsere Familie und diesen Fluch. Aber sie glaubt mir nicht. Kann man es ihr verübeln? Nein, ich fange selbst an mir zu zweifeln. Okay. Ganz langsam. Was werde ich tun? Wenn der Kerl jetzt zur Polizei rennt, bin ich geliefert. Diese Fotos. Ich muss diese Fotos finden und vernichten. Dann hat er nichts mehr gegen mich in der Hand. Ein Problem weniger. So. Ich wette, das Ding da verletzt sämtliche Persönlichkeitsrechte. Aber Murray scheint das vollkommen egal zu sein. Ich wette, er hat die Fotos irgendwo in seinem Büro.
gesagt. Bestimmt noch aus Sanatoriumszeiten. Gefüllt mit fiesen Giftmischungen. Mal sehen. Nein, noch viel schlimmer. Das Ding ist voller Cremedosen. Liftaktiv Super Moistly für den Mann ab 40. Och, herrje, Marys geheimes Antifaltendepot. Okay. Entweder ein Uraltfabrikat oder eine Attrappe. Kisten voller Plastikmesser und Mörderpuppen. 1000 Tipps für den Erfolg. Kunden als Mittel zum Zweck. Steuern sparen für Manager. Hier ist nichts, hier Wand. Die Wand hat drei Nischen. In der mittleren steht ein dicker Stahlschrank. In den anderen beiden Bücherregale. Die Wand hat drei Nischen. In der Mary höchstpersönlich in Öl. Was ein richtiger Geschäftsmann ist, der hängt sich selbst im Büro auf. Ja, gibt's Bier. Murrays Baby in Öl. Murrays Hotelier-Diplom. Wenn das echt ist, dann bin ich wirklich Darren Michaels. Murrays Hotelier. Murrays. Shit. Hunderte von Seelenschlüsseln aus Plastik. Ob Murray sich da nicht ein bisschen verrechnet hat? Ein Telefon? Ich glaube zwar nicht, dass Murray die Fotos einfach in eine Schublade gelegt hat, aber ich muss ganz sicher sein. Was haben wir denn da? Das ist eine Bedienungsanleitung für den Stahlschrank. Interessant. Wenn Sie Ihre Kombination vergessen haben, auf der Rückwand ist die Seriennummer eingestanzt. Notieren Sie sich diese und rufen Sie folgende Nummer an. 01473 / Seriennummer plus die letzten beiden Ziffern Ihres Geburtsjahres. Eine automatische Auskunft wird Ihnen dann Ihre Kombination mitteilen. Klasse. Oh, Seriennummer und sein Geburtsdatum. Na, das nenne ich Service. Dann brauche ich nur noch Marys Geburtsdatum und die Seriennummer. Ein großer Stahlschrank. Wenn Mary etwas Wichtiges aufbewahrt, dann ganz sicher da drin. Keine Chance. Das Ding ist abgeschlossen und aus massivem Stahl. Zudem noch am Boden festgeschraubt und die Kombination kenne ich nicht. Keine Chance. Wow, das ist mal ein richtig hässlicher Teppich. Bestimmt ein Relikt aus Marys ehemaliger Pfandleihe. So, was machen wir mit dem Schrank jetzt? Umlegen, damit wir die Nummer kriegen. Mess das Ding. Von der Ecke bis zu der Stelle, an der der Stahlschrank steht, sind es 3,5 Meter. Ja, überhaupt gar nichts. Mir das durch das Ding irgendwie. Und was machen du? Ja, warte. Da war doch hier eine Werkzeugkiste. Ein Werkzeugkasten. Der stand gestern noch nicht da. Renoviert Murray etwa selber? Sei's drum. Ich nicht gerade gut sortiert. Ah, hier Zange. Eine Zange? Die könnte sich später als nützlich erweisen. Ansonsten nur noch Schrauben, Nägel und Sicherungen.
Nee, nur noch Schrott drin. Tür. Hab ich so hinter gemeint. Dieser. Hinter der Wand ist dann Murray sein Zimmer, du. Mess mal die Wand. Eine wunderschöne Animation. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste der Stahlschrank genau hinter dieser Stelle der Wand sein. Aha. Da müssen wir ein Loch machen. Es erscheint mir recht sinnlos, das M hier an die Wand zu halten. Sei doch mal nicht so negativ. An dieser Stelle auf der... Jetzt weiß ich, wo der Schrank steht. Aber. Was soll ich damit machen? Und die von der anderen Seite, dass wir da ein Loch in die Wand machen. Brauchen wir ja auch noch ein bisschen Zeug. Ja, und das kombinieren. Ich wette, das Ding da verletzt sämtliche Persönlichkeiten. Noch mal raus. Vielleicht finden wir da irgendwie was. Das ist vielleicht meine einzige Chance, an die Fotos ranzukommen. Ich sollte mich hier beeilen, anstatt durch die Wälder zu streifen. Hm. Vielleicht schon, ja. Hm. Könnte ja noch irgendwas. Hm. Ja, Wahnsinn. Den brauche ich nicht. So, Wand. An dieser Stelle, auf der anderen Seite der Wand. Was soll ich denn jetzt machen? Noch rein in der Wand. Ah, hier. Ein Skalpell. Nicht schnell reinschneiden. Ich entferne die Tapete. Eine Ziegelmauer. Sieht sehr alt aus und ja, hier bröckelt auch schon der Mörtel. Damit kann ich den Mörtel zwischen den Ziegeln vollständig rauskratzen. Das hätten wir. Das ist die Rückwand des Stahlschranks. Und hier steht auch die Seriennummer. 8528-173. Okay, jetzt brauchen wir noch das Alter von Murray. Ah, das steht doch bestimmt auf diesem Zertifikat. Hier steht doch bestimmt Marys Geburtsdatum drauf. Da ist es ja. 1942. Ganz schön alt, der Sack. So, jetzt nehmen wir... Das rufen wir dort an. Also im gut. Service. Mal sehen, ob das funktioniert. Da müssten die ja uns dann die Nummer geben. Die Kombination lautet 4 rechts, 8 links, 15 rechts, 16 ja, links, 8, 16. 23 rechts, 42 also. Links,
Gentry, müssen wir das jetzt so sagen. Tada. Na, wer sagt's denn? Mhm. Diverse Fotos von verschiedenen Leuten. Denise und Spooner in Flagranti. Und hier ist eins von Matt, wie er an die Polizeistation pinkelt. Saß er deshalb im Knast? Ich werde den ganzen Krempel bei nächster Gelegenheit verschwinden lassen. Da ist noch etwas im Umschlag. Bingo, ein astreines Beweisfoto. Allerdings nicht für meine Schuld, sondern für Angelinas. In Flagranti beim Kokeln erwischt. Das muss ich zuallererst Victoria zeigen. Es wird sie von meiner Unschuld überzeugen. Gut. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht Schwester Antolini in die Arme laufe. Sie würde mich garantiert sofort wieder rausschmeißen. Und Murray hat nur geblufft. Es gibt gar keine kompromittierenden Fotos von mir. Na, wie immer. Naja, Chad, ich hatte auch schon eine Befürchtung gehabt, dass ich das selber eingeben muss. Ja, gut. Ich sag mal so, das speichere ich mal fix. Und dann gehen wir mit der Karte ins Schloss, weil geht schneller. Da ist sie wieder. Die weiße Frau. Die weiße Frau. Was? Oh, sie kommt näher. Fuck! Sie schreit wie ein Geist. Was? Die Schrotflinte, was ist kein Problem. Ganz ruhig, Darren. Das wäre immerhin besser als einer von diesen Höllenhunden. Ein netter Geist ist eigentlich vollkommen okay. Noch dazu, wenn er so schön ist. Oder so traurig. Hä? Komm mit mir. Soll ich ihr folgen? Ab ins Reich der Toten, oder was? Na egal, ich habe noch eine ganze Packung Haloperidox dabei. Wenn die Sache mir zu verrückt wird, werfe ich sie ein. Ich glaube, jetzt ist schon der beste Zeitpunkt, da irgendwelche Drogen zu nehmen. Wo ist sie denn jetzt hin? Komisch, ich habe sie doch nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Das Tor steht offen. Für mich? Ich hoffe mal, dass der Geist so etwas wie ein Engel ist und dass hier nicht das Tor zur Hölle. So. Speichern wir nochmal. Ein großer Felsblock. Ich bin zwar kein Geolog, vermutlich ein Überbleibsel aus der Bronzezeit. Den Westflügel sieht man kaum an, dass es hier gebrannt hat. Es wirkt fast so, als hätten diese alten Mauern einfach keine Lust einzustürzen. Was immer hier drin gemixt wird, Zement kann es nicht sein, sonst wäre hier ein Sandberg in der Nähe. Ich hoffe, die Handwerker wissen, was sie tun. Ja, ja, Physikstudent. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Bei Handwerksarbeiten. Ein riesiger Totenschädel über der Tür. Da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Da sind Leute in der Halle. Handwerker, schätze ich. Ich nehme wohl besser einen anderen Weg, sonst kriegt bestimmt auch Schwester Antolini mit, dass ich im Schloss bin. Ja, Frau und Weiß ist kein gutes Omen, sagt der Chat. Ja, ist halt immer so eine Sache hier. Es ist ja so ein deutsches Machwerk, dieses Spiel, also von daher. Das Gerüst lädt direkt zum Raufklettern ein. Ich sehe nur leider kein offenes Fenster. Außerdem dürfte es unmöglich sein, sich leise und unbemerkt darauf zu bewegen. Zum Schlossgarten. Zum Grillen etwas klein, aber dafür gibt's hier den Garten. Ob es hier jemals ein hübsches Burgfräulein gab? Baufällig ist noch geschmeichelt. Dekorativ ist er ja, wenn man sich gern fällt. Dekorativ?
Die Leiter ist zu kurz, um damit in den ersten Stock zu klettern. Ich sollte mir einen anderen Weg suchen. Warum habe ich ständig das Gefühl, dass dort oben ein riesiger Affe sitzt und Fässer nach mir wirft? Hier geht es ein paar Meter runter und dann beginnt der größere umliegende Garten. Die passendere Bezeichnung wäre Wildnis. Hier kann man nicht hoch, gut. Ja, Klapperl. Die Leiter ist zu kurz, um damit in den ersten Stock zu klettern. Ich sollte mir einen anderen Weg suchen. Na okay. Ah, die kann man trotzdem noch angucken. Mal sehen. Wir müssen doch da bestimmt irgendwas machen. Gewächshaus. Zum Gewächshaus. Kennt ihr noch das Gewächshaus, Chat? Black Mirror 1. Der sieht noch älter aus als das Schloss. Falls das überhaupt möglich ist. Doofe Steine. Vielleicht müssen wir da irgendwas suchen später. Naja, gut. Aber hier, schönes Detail, hier haben sie so einen Eimer hingehangen, ins Geländer. Ja, Müll. Hier liegt noch mehr Müll rum. Da waren wohl mal Böller drin. Mit so einem Böller könnte ich die Handwerker vielleicht für einen Moment aus dem Schloss locken. Aber die hier sind unbrauchbar. Böller. Was erzählt denn der von Handwerkern? Sind wir doch schon drin. Das war doch easy. Das sieht ja scheiße aus hier noch im Brand. Die Küche sieht echt schlimm aus. Louis muss das Feuer hier gelegt haben. Zu essen gibt's hier nichts mehr. Höchstens Räucherfleisch. Ho, ho, ho. Ja, schlechte Witze in dem Spiel. Dem Zustand nach zu urteilen, erreicht diese Tür beim Öffnen einen Lärmpegel ähnlich dem eines einstürzenden Hauses. Das wäre viel zu laut. Okay. Weiß. Hier eine Katze. Hier ist eine Kerze. Wenn ich schon keine Taschenlampe habe, nehme ich wenigstens die mit. Kein Geschirr mehr drin. Wahrscheinlich alles beim Brand geplatzt. Das ist mal eine Eisenstange. Hoffentlich halten die das morsche Gebälk. Ben. Eine Schubkarre. Damit transportiert man betrunkene Handwerker. Die Witze, die werden auch nie besser. Chat, was ist eure Meinung über die Witze von unserem Protagonisten Darren? Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Momentan habe ich keine Idee, was ich mit dem Topf soll. Ich lasse ihn lieber hier. Ein leerer Topf? Momentan habe ich keinen. Da stecken wir den Böller rein, wenn wir den finden. Ja, gut. Sag mal so. Schleichen wir mal weiter. In der Halle. Psst. Nur keine knarrende Diele erwischen. Verdammt! An denen kann ich mich unmöglich ungesehen vorbeischleichen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Die saufen doch eh die ganze Zeit. Sie sind full. Machen eh nicht. Nicht gut. So, ich habe eine Kneifzange. Munition. Mit der Zange kann ich bauen unseren eigenen Böller. So mache ich die Dinger unschädlich und bekomme gleichzeitig auch noch eine Ladung Schwarzpulver. Komm Leute, wir bauen unsere eigenen Böller jetzt. Ich fülle das Schwarzpulver in die Papprolle. Blöd nur, dass es an den Enden immer wieder rausrieselt. So.
Das Wachs ist zu fest, um damit die Rolle zu versiegeln. Na, dann mal die Katze ein bisschen runter. Shit. Damit es in meiner Hand ex... Ja, ich bin das mal mit der Katze hinter mir. Und es wurde Licht. So, jetzt kann ich gar nicht sehen, was da los ist hinter mir. Also, ich nehme da jetzt hier meine Kerze, die an ist. Und die benutze ich mit dem Schwarzpulver in der Rolle. Mit dem Wachs kann ich die Papprolle versiegeln, damit das Schwarzpulver nicht rausrieselt. Okay. Versiegeltes Wachs. So, da brauchen wir noch sowas wie eine Zündschnur, oder? Okay, jetzt. Will ich jetzt meinen Böller nicht anzünden, oder wie? Murrays gesammelte Erpresserwerke. Der Kerl ist sowas von krank. Ja? Und hier? Eine Seite aus der Willow Creek Daily vom letzten Jahr. Wozu hat er die denn aufgehoben? Guck an. Vielleicht wegen des Artikels über den Raub in einem Altenheim in Ipswich? Dort wurden wertvolle Gegenstände, Bargeld und Ausweise gestohlen. Hm. Oder geht es Murray um den Artikel über Spooners Versetzung in die Provinz? Hier steht, dass ein junger Cop aus London den allseits beliebten Inspektor Collier ablösen wird, der in Ruhestand geht. Conrad Spooner leitete die Ermittlungen bei einem Fall, bei dem sich die Londoner Polizei nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. Mehr dazu auf Seite 7. Ist Spooner nur der Sündenbock oder hat er wirklich schlechte Arbeit geleistet? Fest steht, dass Inspektor Colliers Schuhe ihm so schnell nicht passen werden. Tja, schätze, sie gefallen ihm auch nicht besonders. Na, wissen wir gleich mal mehr. Irgendeinen Inspektor, den wir haben. Ich möchte das nicht verbrennen. Ich möchte dich nicht verbrennen. Brenn mal Zeug. Sei mal cool. Ich bin kein Brandstifter. Schön, ja. Du warst im Gefängnis deswegen. Hier irgendwas verbunden mit dem Fahrzeug. Ja. Ich verbrenne die Beweise vielleicht später. Ja, ja. Wir gehen da nochmal raus. Wir können ja nochmal um die Ecke hier zum Gartenhaus gehen. Vielleicht finden wir da irgendwas. Dekorativ ist da ja. Wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten stellt. Ja, gut. Dekorativ ist da ja. Eigentlich kannst du einmal anklicken und das war's dann. Das klappt nicht so ganz. Dann gehen wir mal zum Gewächshaus. Ganz schön hoch, dieses Gewächshaus. Ist wohl eher so etwas wie eine Orangerie, wo im Winter die Zitrusbäume untergestellt werden. Das macht ja schon wieder gar keinen Sinn. Eigentlich war das Black Mirror 1 war ja das Gewächshaus an einer ganz anderen Stelle. Auf Messe. Louis scheint seinen Job schon länger nicht mehr so richtig ernst genommen zu haben. Nicht gerade das, was man unter einem Schlossgarten versteht. Nur am Meckern. Naja. Können wir hier noch irgendwas machen? Tür, ja, geht's hier rein? Wenn ich mich richtig erinnere, ist Victoria im Schloss, nicht im Gewächshaus. Wenn ich mich richtig erinnere. Nee. So. So, hier ist nichts. Ich dachte, dass wir da jetzt irgendwie doch irgendwas finden. Oder vielleicht kann man den jetzt einfach nur zum Keller entzünden. Warte, ja. Speichern mal. Speichern. Okay. Ja, speichern. Gut. Na gut. Gehen wir mal unseren selbstgebauten Böller da irgendwie in den Kopf reinzulegen. Geht nicht. Scheiße.
Jetzt bleibt das Schwarzpulver drin. Noch eine Lunte dran und ich habe einen Böller. Naja, Sieg schreibt, dass er das nicht gespielt hat, den ersten, oder nicht das Video vom ersten Teil gesehen hat. Aber ich sag mal so, das ist von der Atmosphäre ganz anders auf jeden Fall. Das ist dann düsterer als das. Das ist dann ein bisschen horrorlastiger mehr der erste Teil. Und das ging von Lizenzen aus, ging das irgendwie nach Deutschland jetzt. Der zweite und der dritte Teil wurde in Deutschland produziert. Das ging dann mehr in die kriminelle Richtung hier. Mit halt so ein bisschen Horror und Touch. Aber der erste Teil, da wurde dann auch ein bisschen abgeflachter. Das Ding ist uralt, aber da auf jeden Fall sehr gruselig. Das wäre viel zu laut. Okay, viel zu laut. Ich brauche einen Docht. Ein Stift ist immer. Jetzt bleibt das Schwarzpulver. Pardon. Ja, Chat, mach eure Spielstände. Warte mal, ich hab doch schon mal eine Katze gehabt. Was ist mit meiner Katze passiert? Die hat doch unten dort. Wir haben die Katze genommen und mit dem Wachs und so einem Böller da irgendwie zu versiegeln, aber den Docht von der Katze haben wir unten. Die Leiter ist zu kurz. So, hier. War hier noch irgendwas? Brauchen wir jetzt denn doch irgendwas Dochtiges? So. Das ist nichts. Da sind Leute in der Halle. Ja. Eine Glasscheibe fehlt zwar, aber sonst tut sie es nur. Eine Glasscheibe fehlt. Ah, wie jetzt? Fühl ich jetzt einen Böller rein in die Lampe und dann explodiert alles, oder wie? Ne, geht auch nie. Kommt mir das nur so vor, oder hat die Natur hier in den letzten Wochen ein leerer Briefkasten? Eine von drei Nymphen, der alte Bay. In der griechischen Mythologie sind sie galten als wohltätige Geister von Bäumen. Damit ist mein Wissen über Nymphen aber alt. Naja. Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich. Von hier aus sieht das Schloss. Ja. Das Tor ist verriegelt und verrammelt. Dekorativ ist da ja auch, wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten. So. Ich jetzt wieder lang. Ja, speichern. Ich nenne das mal 2. Okay. Ich suche ja hier irgendwo irgendwas, was ich als Zündschnur benutzen kann für meinen Böller, den ich gebastelt habe. Aber ich finde hier nichts. Also meine Bedenken sind halt, dass ich jetzt da irgendwo kreuz und quer durch die Botanik laufen muss, dass ich da hier irgendeinen Faden finde oder so ähnliches. Filterlose Zigarette, wenn ich eine anzünden. Stopp da Zigarette rein.
Ich stecke die Zigarette in ein Ende der Papprolle. Wenn man die Zigarette anzündet, brennt sie runter und bringt das Schwarzpulver zur Explosion. Ah! Ist doch nicht so doof. Damit habe ich mir einen Böller selbst gebaut. Ja, und jetzt tun wir den seinen. Es kann die Handwerker nur in die Küche zu locken. Ich muss sie aus dem Schloss rausbekommen. Ah, okay. Ich hab gedacht, dass er sich da irgendwie die Handwerker und ihr Abendessen da irgendwie sprengen. Aber naja. So. Gut, jetzt nehmen wir unseren selbstgebastelten Böller und stecken den in die Lampe hinein. Warum? Weiß ich nie. Lass ja euren Betonmischer reinkrachen. Die Lampe ist der optimale Ort für den Böller. Er ist trocken und die Handwerker werden die kaputte Lampe sicher bemerken. Welcher Handwerker denkt denn, dass er zuerst daran, das Ding zu reparieren? Okay. Ich habe jetzt etwa 2 Minuten Zeit, bis das Ding hier hochgeht. Schnell, schnell, schnell. So, jetzt wird's Zeit. Ich will schließlich in der ersten Reihe sitzen, wenn das Schauspiel beginnt. Action! Oh, was war das denn? Klang wie ein Schuss. Wieso gehen die nicht raus? Könnte auch ein Böller gewesen sein. Hab letztens erst wieder einen von diesen pickligen Halbstarken auf der Mauer rumtanzen sehen. Hast du gesehen, was die mit unserem Gerüst gemacht haben? Nein, ich war seit letzter Woche nicht mehr an der Fassade. Sie haben es vollgeschmiert. Überall Farbe. Geh rauf, siehst dir an. Die reinste Hippie-Leiter. Diese verdammten kleinen Wichser. Wieso treiben sie sich hier herum und nicht in der Schule? Was soll das? Steve, ich habe da eine Idee. Was denn für eine, Greg? Warum stecken wir ihnen ihre Böller nicht in ihre verpickelten Ärsche und schießen die auf den Mond? Genial. Ja, warum eigentlich nicht? Doc. Endlich. Hoffentlich läuft denen nicht zufällig jemand über den Weg. Könnte übel enden. So. Jetzt müssten wir ja easily hoch zu Victoria gehen können. Vielleicht ist jetzt die Ärztin im Weg, ne? Okay. Ja. Jetzt, Victorias Zimmer. Kann ja sein, dass dann die Ärztin rauskommt. Ja, wir gehen einfach rein. Mist. Versteck dich! Was soll denn dieser Lärm? Greg? Steve? Wart ihr das? Hey, Greg! Steve! Was ist hier los zum Teufel? Verpickelte Ärsche. Ganz genau. Chat. Sie verschwindet in die Halle. Jetzt nichts wie rüber zu Victoria. So, jetzt probieren wir mal mit Victoria zu reden und hoffen wir mal, dass sie dann unsere Beweise dann irgendwie akzeptiert und uns dann irgendwie aufnimmt im Haus. Wir haben ja keinen Schlafplatz mehr, das ist ja unser Problem. Wir haben uns ja selber bei Murray ein bisschen unbeliebt gemacht. Victoria, bitte wach auf, Victoria. Wer? Adrian, was machst du hier? Ich hab doch gesagt, dass ich dich nicht mehr sehen will. Entschuldige, aber ich muss dich sprechen. Ich kann beweisen, dass ich unschuldig bin. Hier, Victoria, auf diesem Foto siehst du Angelina, wie sie Miss Valley umbringt. Sieh es dir an. Angelina? Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Die ist verrückt. Angelina war es auch, die das Schloss anzünden ließ. Sie hat auch Sally, Catherine und Louis umgebracht. Alles nur wegen Mordreds Fluch. Sie brauchte mein Blut dazu, weil nur die männlichen Gordons in der Lage sind, die Macht Mordreds zu aktivieren. Du weißt doch davon, Victoria. Erzähl mir bitte nicht, du hättest es nicht gewusst. Aber sie war doch meine kleine Angelina.
Wie konnte sie nur so etwas tun? Ich hatte gehofft, du würdest mir das beantworten. Ja, macht eigentlich wieder keinen Sinn. Im zweiten Teil, da ist ja den ihre Angst, ja, dass der Angelina Adrian da von den USA abholt und so. Und die haben ja gegen die da schon was gemacht. Jetzt sagt sie, ja, oh, meine kleine Angelina, die hat doch nichts Böses im Sinne. Naja, hier, Orden. Es gibt da diesen Orden, der mich verfolgt hat. Miss Wellys Orden? Ein Verein von Stümpern. Sie wollten verhindern, dass nochmal so etwas wie vor 12 Jahren passiert. Aber sie haben keine Ahnung, gegen was sie kämpfen. Die meisten sahen es als amüsante Abwechslung in ihrem Leben. Ein bisschen Geheimniskrämerei und geheime Treffen in albernen Kutten. Miss Valley war die Einzige, die wirklich wusste, worum es ging. Der ursprüngliche Orden existiert schon seit Hunderten von Jahren. Er hütet die Geheimnisse im Verborgenen. Dennoch haben wir Miss Valley finanziell unterstützt. Es war schließlich in unserem Sinn, dass du, Adrian, nicht nach Black Mirror zurückkehrst. Verstehe. Ich habe da etwas Komisches gesehen und ich weiß nicht, wen ich sonst danach fragen könnte. Diese weiße Frau, genau dieselbe wie hier auf dem Gemälde oder nur eine ähnliche, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich sie im Wald gesehen. Sie lief da rum wie ein Gespenst. Aber es war keins. Oder doch? Eine weiße Frau im Wald? Bist du sicher? Also war es doch ein Gespenst? Oh mein Gott, ich bin wirklich verrückt. Nein, nein, bleib ganz ruhig, Adrian. Alles ist in Ordnung. Vielleicht noch viel mehr, als ich je zu hoffen wagte. Erzähl mir mehr über die Frau. Wie sah sie aus? Was hatte sie an? So genau habe ich sie nicht gesehen. Sie hatte lange weiße Haare. Ein langes Kleid hatte sie an, mit einem Gürtel, auf dem eine Art Wappen zu sehen war. Die Frau, die du gesehen hast, ist Maria Gordon, Mordreds Frau. Sie findet keine Ruhe, seit Jahrhunderten nicht. Sie irrt durch die Wälder von Black Mirror, weil sie ihr Kind sucht. Ihr Kind und Mordreds. Ich habe sie auch schon gesehen. Du hast sie auch gesehen? Dann gibt es sie wirklich? Wir sind in Black Mirror Castle, Adrian. Von welcher Wirklichkeit sprichst du? Sie sind alle abgedreht. Ja, ja. Du, Kind, Ordens. Ja, links nach rechts. Was ist mit dem Kind passiert? Also gut. Das, was ich dir jetzt erzähle, Adrian, hat diese Mauer noch nie verlassen. Und es wäre gut, wenn es so bleiben würde. Du stupst gleich und da ist der letzte von der Familie. Und auch die schrecklichste. Du willst wissen, was mit dem Kind passiert ist? Das fragt sich Maria bis heute. Wir wissen nur, dass Mordred es verschleppt hat, weil er annahm, dass es nicht sein leibliches war. Er glaubte, Maria habe ihn betrogen mit seinem Bruder Marcus. Er wollte sie dafür büßen lassen. Was er mit dem Kind angestellt hat, bleibt bis heute ein Geheimnis. Man hat es nie wieder gesehen. Also ist Mordreds Frau fremdgegangen. Und er hat daraufhin alle verflucht? Nein. Maria hat Mordred nicht betrogen. Sein Hass war es, der ihn so etwas denken ließ. Hass und Eifersucht auf seinen Bruder. Dabei hatten die beiden viele Schlachten gemeinsam gekämpft, Seite an Seite. Doch das war, bevor sie nach Black Mirror kamen. Irgendetwas hier veränderte Mordred, verseuchte sein Herz. Er misstraute jedem. Seinen Soldaten, seiner Frau, seinem Bruder. Zog sich immer mehr zurück. Wurde hochmütig. Zuletzt sah er sein eigenes Kind an und erkannte es nicht wieder. Meinte Ähnlichkeiten mit seinem Bruder in seinem Gesicht zu erkennen. Er wollte es töten. Doch ob er es tat, ist ungewiss. Sicher ist, dass er es Maria entriss. Und es mit sich in die Katakomben unter dem Schloss nahm. In ihrer Verzweiflung rief Maria nach Marcus, bat ihn um Hilfe. Das war für Mordred nur ein weiterer Beweis für seinen Verdacht. Marcus kam, stellte Mordred und tötete ihn im Zweikampf. Doch das Kind fand er nicht.
so sehr er auch suchte. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Ja, ich habe da die Story da aus dem ersten Teil noch ein bisschen anders in Erinnerung. Ja, aber ja. Bringt halt ein paar Möglichkeiten, das weiter zu spinnen. Was ist das für ein Fluch? Bevor Mordred starb, verfluchte er die männlichen Nachkommen von Marcus. Sie sollten sein Werk vollenden. Eines Tages würde ein Gordon geboren, der sich dem Bösen verschreibt. Dieser würde Mordred in das Reich der Lebenden zurückholen. Und Angelina wollte seine Macht bekommen. Aber warum? Wenn doch nur die männlichen Gordons verflucht waren. Weil ihr Zwillinge seid, muss dieser Fluch irgendwie durcheinander gekommen sein. Wieso? Du verflucht er. Ich weiß es nicht, Adrian. Es ist nur eine Vermutung. Was hat... Psst, Adrian. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber es nur... Du bist der letzte Gordon der Markeslinie. Dir soll das Schloss gehören. Gib mir einen Zettel und einen Stift. Da in der Schublade. Ich muss deine wahre Identität bestätigen. Sonst weiß keiner, dass du der rechtmäßige Erbe bist. Beeil dich. Ich fühle, wie meine Kräfte schwinden. Adrian, mit mir geht es bald zu Ende. Bitte nicht, Victoria. Ich brauche dich. Ohne dich weiß ich nicht weiter. Letzter Wille doch mal fix hingekrakelt. Ohne mich wärst du jetzt vielleicht gar nicht in dieser Lage. Wir waren sehr gründlich, was dich angeht. Wir haben dir sogar eine Sterbeurkunde ausstellen lassen. Lass mich raten. Das hat Dr. Herman gemacht. Wir haben uns geirrt. Verzeih mir, Adrian. Schon gut. Ihr wolltet mich ja nur beschützen. Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich gewusst hätte, worum es ging. Dann wäre ich nicht in Angelinas Falle getappt. So, ja, Sig schreibt ja. Offen Konversation und Dialoge. Mich wundert, dass du nicht den Überblick verlierst. Das geht eigentlich. Ich bin ja mit der. Ich habe ja die anderen zwei Teile gespielt. Ist ja auch wichtig, dass du da ja die ganze Story da so ein bisschen im Hinterkopf behältst. Und ja, das Inventar ist extrem voll momentan. Aber warum die Großmutter immer mit Vornamen nennt? Ja, das ist nicht seine Großmutter, das ist seine Urgroßmutter. Um ehrlich zu sein, das war ja im ersten Teil schon so, das war komplett verwirrend. Und man hat da erstmal ein bisschen Spielzeit gebraucht im ersten Black Mirror. Und da überhaupt rauszufinden, dass da... wie die da verwandt sind. Aber warum die, wenn ich sich da mit Vornamen ansprechen, keine Ahnung. Na gut. Was hat es mit diesem Ritualraum auf sich? Ich war selbst nie dort. Doch angeblich ist Mordreds Macht dort am größten. Jener Ort liegt nicht mehr in dieser Welt, sondern in der Welt der Schatten. Ich glaube, Angelina und ich... wir haben Mordred gehört, als wir dort waren. Was genau ist denn im Ritualraum passiert? Naja, ich habe alle Aufgaben gelöst. Mein Blut aufs Relief geträufelt. Und hast du auch die Worte gesprochen? Ich glaube, ja. Oh Gott, Adrian. Du Dummerle. Dann ist das Ritual vollzogen. Du hast Mordred damit den Weg bereitet. Wie? Wie meinst du das? Bin ich jetzt verflucht? Ja. Schlimmer, Adrian. Schlimmer. Mordreds Geist ist jetzt in dir, Adrian. In dir. Oh mein Gott, Adrian, was hast du nur getan? Mordred in mir drin? Rektal eingeführt. Scheiße. Ich hab's geahnt. Bleib ganz ruhig. Lass uns ruhig bleiben und nachdenken. Wie fühlst du dich?
Ist irgendwas anders? Ich habe Visionen. Ja. Da sind diese Visionen. Sie fühlen sich ziemlich echt an. Sie sind krank, gewalttätig. Aber vielleicht sind es inzwischen auch keine mehr. Vorhin wollte ich Murray an die Gurgel. Das war jedenfalls keine Vision. Mhm. Wann hast du die weiße Frau zum letzten Mal gesehen? Gerade eben, vor dem Schloss. Ach, dann hast du noch nichts Böses getan. Dein Herz ist immer noch rein. Du bist stark, Adrian. Du hast es geschafft zu widerstehen und das musst du auch weiterhin tun. Widerstehe Mordred, solange du nur kannst. Er wird jetzt immer stärker werden und du schwächer. Er will dich kontrollieren. Irgendwann wird er die Macht über dich übernehmen. Welche Möglichkeiten habe ich, Mordred daran zu hindern, mich zu kontrollieren? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ihn zu verbannen. Mordreds Gefäß muss zerstört werden. Du weißt, was ich damit meine. Ich denke mal, du meinst die Samuel-Variante. Ein kleiner Sprung vom Turm direkt auf einen spitzen Eisenzaun. Klingt verlockend. Es ist auf jeden Fall die einfachere Variante. Ui. Was wäre denn die schwere? Du musst dahin zurückgehen, wo alles angefangen hat. In den Ritualraum? Aber der ist verschüttet. Wo alles begann. Wo? Aber meinst du dahin, wo Mordred den Fluch ausgesprochen hat? In der Keller. Buch steht alles. Keller, ist in den Katakomben. Ich bin so erschöpft, Adrian. Ich kann nicht mehr. Nein, bitte mach jetzt nicht die Augen zu, Victoria. Bleib wach, bitte. Sag mir, was das für ein Buch ist. Eine Chronik oder die Bibel? Das Buch. Bitte lies es. Im Raum. Welcher Raum? Unter der Erde. Die sechs Menhire weisen dir die Eingänge. Welche Menhire? Dort beginnt der Weg. Wenn du bis zum Ende gehen musst. Bis zum Ende. Meinst du die großen Steine rund um das Schloss? Fang dort an. Such bei den Menhiren. Adrian, versprich es mir. Ja, ja, das werde ich. Versprich es mir. Ja, ich verspreche es. Victoria, bitte warte noch. Du musst mir noch so viel erzählen, Victoria. Das ist genau, Chad. Ja, wo ist denn hier unsere Ärztin, wenn man die braucht? Was machen Sie hier? Wie sind Sie hier reingekommen? Sie stirbt! Tun Sie doch was! Schnell! Gehen Sie! Kapitel 3! So, das war's auch schon wieder mit dem zweiten Kapitel von Black Mirror. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Das hilft euch sehr und kostet euch nichts. Und es hilft mir auch sehr, wenn ihr da einen Kommentar da lasst, was ihr über das Spiel so denkt. Und einen Daumen nach oben wird mir auch sehr helfen. Vielen Dank erstmal im Voraus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!